Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Spiegelung? Ach, ist auf dem. Nicht auf meinem T-Shirt, ist auf dem Monitor. Aber wo kommen die her? Komisch. Egal, nicht euer Problem. Das Thema heute ist Talk und Reaktion. Ich versuche nochmal auf YouTube eine Reaktion, weil die letzten Österreich-Teile gingen gut. Der ORF hat da irgendwie keine Probleme mit. Wir werden es sehen. Das Thema Juden im Mittelalter kommt nächsten Mittwoch. Das nehme ich nämlich direkt danach auf. Da habe ich einen Gast. Also wenn ich mit euch fertig bin, dann darf ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Und weil ich bin natürlich nächste Woche wieder bei Bau die Burg. Deswegen wieder vorarbeiten. Selbst und ständig, sage ich ja. Und ich überspringe bei der Österreich-Doku auch Teil 3. Weil Teil 4 passt super zum Thema. Teil 4 hat tatsächlich etwas mit dem Thema Juden im Mittelalter zu tun. Das heißt, es ist ein schöner Einstieg für uns. Teil 3 fand ich nicht so spannend. Also ich habe nicht geguckt, aber kurz rein. Das Thema werde ich nochmal thematisieren. Dazu plane ich was, aber erst in Zukunft. Deswegen überspringe ich das. Und ich warne euch vor, in Teil 4, ich habe kurz reingeschaut und die schlechtest ausgestatteten Spielszenen ever gesehen. Sowas haben wir noch nie gehabt. Also absurd. Ja. Ihr könnt also gespannt sein. Gleich eine Frage, die Habsburger Nachricht zurückgezogen. Na gut. Fischbrötchen nur eine halbe Stunde. Du musst was mit deiner Zeit machen. Ruhezeit. Nein, ich habe keine Ruhezeit. So, ich sag ja, selbst und ständig. Also, es ist alles großartig. Ich habe ja Spaß irgendwie, irgendwo, aber tatsächlich ich habe aber von Anfang an gewusst, der März ist absolut wild. Im März können wir völlig vergessen, dass irgendetwas für mich geht. April wird wieder ruhiger. Mai und Juni, ich habe so einen Umzug vor der Nase. Mal gucken. Es könnte der Teleprompter sein. Ist das der Teleprompter? Nee. Irgendwas, ich glaube, es spiegelt. Ihr seht es auch nicht. Doch, ihr seht es auch. Da spiegelt tatsächlich was auf den Teleprompter, auf die Kamera. Das ist ja mal bescheuert. Das soll nicht sein. Guck, der hat nicht richtig gesessen. Der hatte sich hochgeschoben. Schaut, Problem gelöst. Super. Der Delay ist gar nicht so krass. Also, ich würde sagen, bei Twitch 3 Sekunden, bei YouTube mehr so 7 Sekunden. Machen wir einen Test. Ja doch, 10 Sekunden bei YouTube. Aber sonst geht das Ganze. Ja, wie gesagt, Video zu Juden kommt erst am Mittwoch. Das dauert noch. Wurden die Habsburger mächtig, weil sie lange den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs stellt? Also die Frage ist hier gleich, wurden die Habsburger mächtig, weil sie lange den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs stellten oder stellten sie den Kaiser, weil sie mächtig waren? Weder noch. Die Habsburger, also nicht wirklich, die Habsburger wurden Kaiser als Kompromiss, so die sogenannten Grafenkaiser, wurden dann stärker, indem sie Österreich bekommen haben, das Herzogtum Österreich an sich gebracht haben, dann wurden sie relativ mächtig. Sind wieder Kaiser geworden, waren aber immer noch so eher der schwache Kaiser. Also Friedrich III. Ist so als schwacher Kaiser bekannt. Und lavieren sich dann durch, bis sie eine Weltmacht aufbauen. Und ab dann werden sie zur Erbmonarchie. Also es ist komplizierter. Man kann das nicht so als Ja oder Nein beantworten. Also deine beiden Optionen sind beide nicht richtig, aber es dauert. Es ist eine lange, lange Sache. Winkt ja im Hintergrund, das sind das Karateschläge. Das ist der Winke-Rocco. Da kennt jemand den Winke-Rocco nicht. Der ist dafür da, damit ihr bei Frage- und Antwort-Sachen wisst, dass ich nicht eingeschlafen bin oder das Bild hängt, sondern dass ich immer noch normal streame. Ein Video zur Friesenfreiheit habe ich nicht geplant. Ist ein Thema, das völlig an mir vorbeigeht. Keine Ahnung. Friesenfreiheit. Ja, gab's, aber es hat letztens auch wieder so, die hätten dann das ganze Mittelalter durch, im Prinzip ohne Kriege durchgehalten. Nein, die hatten ordentlich Kriege.
Also ich halte das auch, ich halte da auch für ganz viel für spätere Dinge. Ist aber ein Thema, von dem ich weder Ahnung habe, noch das mich so sonderlich interessiert. Und vor allem, ich wüsste nicht, wie ich mit dem Thema Friesenfreiheit ein Video vollkriege. Keine Ahnung. Überhaupt nicht. Nazog, nein, der Titel ist längst geändert. Du musst nur F5 drücken. Also, ist verändert. Habe ich direkt gemacht, weil ich gesehen habe, ups, hatte ich so nicht geplant. Also der Titel auch bei YouTube ist eigentlich geändert. Ja, gibt es noch was, was wir erzählen können, bis ich anfange? Ich versuche ja immer den Leuten die Zeit zu geben, anzukommen, sich gemütlich zu machen, weil so direkt zu starten ist ja immer ziemlich unsinnig. Ich war gestern bei Ulysses wieder mal, da ging es ums Hochmittelalter. Also Hochmittelalter wird tatsächlich nochmal ein größeres Thema werden, weil ich habe gestern schon gesagt, Hochmittelalter ist das Exotischste, was man sich vorstellen kann unter dem Thema Mittelalter, weil das ist völlig anders, als man denkt. Ich habe ein paar Bilder gezeigt, da kann man schon so ein bisschen sehen. Aber wer so einen Vorgeschmack aufs Hochmittelalter-Video haben will, geht mal zu Ulysses und schaut sich entweder den Stream an oder wartet, bis auf Ulysses der Film auf YouTube rauskommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, konnten Ärzte aufgrund ihrer niederen Beine keine chirurgischen Eingriffe durchführen. Das sind Bluthantiere. Wie sind religiöse Orden wie zum Beispiel Ernest Hospitaliter oder andere Organisationen mit diesem Problem umgegangen? Die hatten keine Ärzte. Die hatten Wundärzte. Ganz einfach. Also so im Lazarett oder im Feldhospital arbeiten keine Ärzte. Das ist gar nicht ihre Aufgabe. Wenn ich eine jüdische Person im Mittelalter geheiratet habe, bin ich dann im Ansehen abgerutscht. Oh, eine jüdische Person zu heiraten, ohne dass sie konvertiert, keine Chance. Eigentlich keine Chance. Da muss einer konvertieren. Also, zum Christentum, alles andere. Aber dann geht das im Prinzip. Haustiere im Mittelalter habe ich gemacht. Ja. Patrick Zinner. Gibt es schon. Ja, aber wenn ich. Es gibt oft so Fragen nach Regionen, also zum Beispiel Friesland im Mittelalter. Da muss ich mich komplett einlesen. Also ich weiß immer nicht, was die Leute dann da erwarten, weil da muss ich mich komplett einlesen und muss dann versuchen, da irgendwie einen brauchbaren Film abzuliefern. Und ich meide das auch, weil ich habe dann ganz, ganz viele Experten, die mich auseinandernehmen. Da hab ich keine Chance. Wie soll ich mich in ein Thema eine Woche lang einlesen und dann versuchen, Leute das Ganze zu erzählen und dann habe ich eine Kommentarspalte voll mit Leuten, die es besser wissen. Das habe ich ja so schon bei einigen Themen. Das Video kommt auf Ulysses normalerweise so nächste Woche. Ich weiß nicht genau, wie schnell die diesmal sind, aber. Ja, dazu müsste ich diese Experten aber kennen. Die erscheinen dann immer erst in den Kommentarspalten. Und ich wüsste wirklich niemanden, der sich mit Thema Friesland auskennt. Also gar nicht. Aber sobald ich so ein Video hochladen würde, wüsste ich 10 Experten. Locker. Gar kein Problem. Also die Fragen nach den Aspekten des Mittelalters, die im Vergleich zu heute tatsächlich besser waren, das ist eine sehr philosophische Frage. Da kommen wir auch sehr schnell in die Romantisierung. Weiß ich nicht. Also ich kann eins sagen, die Kunst. Der Sinn für Schönheit, der Sinn für Kunst ist in der Spätgotik für mich völlig ungeschlagen. Da kommt, also das, was wir heute machen, kommt da nicht mal im Ansatz ran. Man guckt dir unsere heutigen Gebäude an und guckt dir damalige Gebäude an. Ich wohne momentan noch in einem 400 Jahre alten Haus. Es hat seine Gründe. Noch. Gibt es Fälle falscher Geschichtszuschreibung im Mittelalter, der modernen Historiker lange auf den Leim gegangen sind? Weiß ich nicht. Also der moderne Historiker spätestens ab dem 20. Jahrhundert hat ja seine Mittel und Methoden und sieht sowas immer erstmal kritisch. Vorher ganz, ganz viele. Also guck dir sowas an wie das Beispiel hier, Karl der Große und sein Massaker an den Sachsen. Ob das allerdings absichtlich ist oder ob das wirklich schlechte Arbeit ist, kann man immer nicht sagen. Also mit Geschichte wird einfach immer viel Schindluder getrieben. Richtig viel.
tolles Buch gelesen. Europa erfindet die Zigeuner. Okay, kenne ich nicht. Ein Video zur Schlacht von Wochingen habe ich nicht, aber ich habe ein Video über mehrere Schlachten und da kommt die Schlacht von Wochingen drinne vor. Auf YouTube. Wäre ein Film zu den 10 Spielfilmen, die in Sachen historischer Akkuranz zu empfehlen sind, möglich? 10. Wo soll ich denn 10 gute Mittelalterfilme herholen? Und zum Thema Judenhass im Mittelalter schwierig, aber das Thema Juden im Mittelalter wird nächsten Mittwoch erscheinen. Ja, aber Fischbrötchen, es gibt eine ganze Menge gefälschte Urkunden. Ich sag gefälscht, weil das Fälschen ist oft so. Urkunden wurden halt später geschrieben. Da ist nicht immer eine Fälschungsabsicht dahinter. Und aber Urkunden werden halt grundsätzlich kritisch betrachtet. Da wird grundsätzlich gefragt, ist die so korrekt? Also da muss man, da ist eigentlich die normale Quellenkritik immer recht gut dabei. Erklärst du alles mit Geschichte, wie ein Chemiker der Welt mit Chemie erklärt? Nee. Nee. Eigentlich nicht. Ich kann Geschichte oft verwenden, aber nicht immer. Erzählt wieder intakt, ja, wir haben es halt geflickt. Aber richtig. Ich brauche eigentlich ein neues. Hast du das Gefühl, dass Kriege im Mittelalter romantisiert werden? Von wem? Also von den Menschen im Mittelalter oder von den Menschen heute? Weil die Menschen heute, Kriege im Mittelalter, wenn du in die populäre Darstellung schaust, ist da nichts romantisiert. Es gibt irgendwann einen Cut in der Geschichte, wo Väter nicht mehr gefeiert werden, aber problematisch sind. Ja, nach 1945 würde ich sagen. Fünf Filme, die gut sind im Mittelalter. Keine Chance. Also ich kann keine nennen. Aber ich mache gerade mit, was vielleicht in die Richtung geht, ich mache gerade mit ein paar anderen Leuten, die im Bereich Geschichte unterwegs sind, YouTuber, Twitch-Streamer, Podcaster, mache ich einen Film, wo wir alle unsere drei Tipps nennen. Allerdings werden wir uns nicht aufs Mittelalter beschränken, weil da kriege ich nicht mal drei zusammen, sondern wir werden generell historische Filme nehmen. Und da machen wir so einen Überblick, was die Leute machen. Stehst du dazu, dass im schulischen Unterricht im Mittelalter das Mittelalter primär als Rückschritt und primitive Epoche dargestellt wird? Negativ. Das heißt Chemiker, nicht Chemiker. Das sagen aber nur Leute, die überhaupt keinen Kram verfügen. Ich dagegen bin charmant. Ich darf Chemiker sagen. Also, liebe Bayern, auch ihr haltet das nicht durch. Ich weiß, ihr macht ja immer ein Fass auf, aber auch ihr benutzt alle drei Formen des CHs in der deutschen Sprache. Ihr merkt es nur nicht. Schon wieder Freunde gemacht. Aber ich ziehe ja bald in den Süden des Weißwurst-Äquators und bin dann quasi auch direkten, quasi Bayer. Ja, auch da, Patrick Zinner, wir kennen drei Formen. Und nur weil die eine richtig ist, ist die andere nicht falsch. Dudelsäcke. Ein Video über Maximilian den Ersten. Oh, weiß ich nicht. Der Hakabas ist sehr richtig. Urkundenfälschung im Mittelalter. Ganz oft ist die gefälschte Urkunde wirklich so, ja, das haben wir immer schon gemacht, und jetzt schreiben wir es mal auf. Und um das Ganze zu legitimieren, also gar nicht so wirklich eine Fälschungsabsicht, sondern weil man es so macht, kommt dann eben, wird die angenommene Quelle reingemacht. Also viele dieser Fälschungen haben nicht eine Fälschungsabsicht, sondern eigentlich eine archivierende Absicht und sind letztlich doch eine Fälschung, aber das ist eben relativ häufig. Ja, Mawud, ich finde auch einen Film wirklich schwer, wenn es um wirklich, wirklich guten Mittelalterfilm geht, weil irgendwie haben sie alle ein Problem. Gemüse im Mittelalter. Ich habe schon was gemacht zum Thema Nazog, wollen wir es jetzt durchdiskutieren mit dem CH und dem SCH und. Außerdem, mir ausgerechnet, mir kommt ihr mit CH und SCH. Die allmächtige Kirche spuckt auf euch. Ernsthaft. Zum Thema Gemüse habe ich schon mal was gemacht über das Tacuinum Sanitatis, ein Essensratgeber aus dem Mittelalter. Ist ein relativ altes Video von mir, aber da habe ich schon ganz viel über Gemüse geredet. Warum wurden eigentlich immer die deutschen Könige zum Kaiser gekrönt? Haben andere europäische Staaten nie einen Anspruch darauf? Nee, haben sie nicht.
Weil der Kaiser ist mit dem Heiligen Römischen Reich verbunden und nur der König im Heiligen Römischen Reich kann Kaiser werden, die anderen nicht. Wenn du ein Pen and Paper Rollenspiel designen würdest, wie würdest du die Rüstung umsetzen? Oh, ist ein schwieriges Ding, aber zum Beispiel einen Plattenpanzer würde ich als undurchdringlich für die meisten Dinge umsetzen und dann müsstest du auf die Lücken gehen. Irgend sowas. Der letzte Vulkaner, ein wirklich guter historischer Film, kann ich nicht beurteilen. Also der beste historische Film, von dem ich weiß, oder meiner Meinung nach, ist Master and Commander. Mittelalterliche Kunst, ein Lieblingswerk. Oh, habe ich den nicht schon ganz oft gezeigt? Also wirklich ein absolutes Lieblingswerk, weiß ich nicht. Vielleicht der Liebeszauber aus Leipzig, den mag ich sehr. Woher beziehst du deine Lektüre? Viele Bücher wurden ja verbrannt und die Geschichte umgeschrieben. Was? Verbrannte Bücher kann man neu auflegen. Ja, der Ma weiß, wo ist der Äquator, dann meine ich den Main. Oder Oberbayern oder Niederbayern, eigentlich nach Südhessen. Kam es oft vor, dass jahrhundertealtes Gewohnheitsrecht durch gefälschte Dokumente angefochten wurden? Eigentlich nicht. Eher wurde das jahrhundertalte Gewohnheitsrecht durch gefälschte Dokumente festgeschrieben. Also manchmal gibt es das aber nicht so wahnsinnig oft. Gente Altar ist ein Meisterwerk, aber nicht meine Zeit. Ich liebe ihn, aber er ist für mich viel zu früh. Ich bin da mehr im späten 15. Jahrhundert. Kannst du bitte mal eine Folge über Hexenprozessführung machen? Habe ich schon. Ich habe zwei Videos über Hexenverfolgung und das eine davon geht tatsächlich hauptsächlich um die Prozesse und die Verfolgungspraxis. Gibt es schon. Warum hat sich im Heiligen Römischen Reich die Wahlmonarchie durchgesetzt und nicht die Erbmonarchie? Müsste man umgekehrt fragen. Warum hat sich in den anderen Ländern irgendwann die Erbmonarchie durchgesetzt? Weil in den meisten war es am Anfang eine Wahlmonarchie. Ja, Schlemmer Germana hat die 2000 Abos geknackt. Wir müssen reden. Und nicht über Instagram. Wir müssen einen anderen Kanal finden. Ich übersehe das immer da. Aber wir beide werden ein Video zusammen machen. Versprochen. So. Unterschied zwischen Antijudaismus und Antisemitismus machen wir nächste Woche. Und ich denke, ich fange jetzt langsam mal an mit dem Stream, weil es sind genug Leute da. Auch wir sind jetzt gerade gemütliche. Jetzt muss man rechnen können. 400 Leute. Etwas über 400 Leute. Das ist schön. In Zukunft nochmal Kochvideos geplant. Ja, zum Beispiel eins mit dem Schlemmergermanen. Wer war Gutenberg? Gutenberg ist eine Grafenfamilie. Gut. Genug der Fragen. Ihr kennt das. Während ich auf das Ganze reagiere, lese ich sowieso nicht, was ihr diskutiert. Diskutiert trotzdem weiter. Ist für euch ja schön. Wir können danach noch ein bisschen plaudern. Ich bin heute zwar ein bisschen terminlich gebunden, aber wir haben Zeit, ist nicht so wahnsinnig viel. Nein, kein Dance Battle. Wir machen einfach nur ein Koch-Battle. Gut. Ich denke diesmal dran, auf die Aufnahme zu drücken. Und mal gucken, ob ich die Werbung nachher einspreche. Zur Werbung ist, ich mache Werbung für euch kurz vorher, ganz inoffiziell. Kommt nicht ins Video. Ich mache Werbung für Holy. Ihr kennt das. Ich trinke das Zeug da. Ja. Mag ich, trinke ich. Und wenn ihr mal die Idee habt, ach, ich könnte den Kanal mal irgendwie unterstützen. Es gibt ja so diverse Möglichkeiten und ab und zu macht ihr so verrückte Dinge, wie mir zum Beispiel auf Twitch Abos hinterher zu werfen oder sonstigen Kram. Bestellt euch mal ein Probierpack von Holy mit dem Link, der hier und zumindest unter Twitch steht. Ich kann den auch gerade nochmal. Warte, ich hau den euch mal um die Ohren. Weil gerade gibt es so eine kleine Aktion und was ist jetzt los? Ach, ich bin im Falschen. Bin im Falschen, ja. Da muss ich hin. Hier muss ich mich jetzt auch anmelden. Was ist denn hier los?
bin bei sämtlichen Sachen rausgeflogen. Das ist ja lustig. Keine Sorge, ich muss mich nur kurz noch durch irgendwelche Roboter-Dinge durchklicken, damit sie wissen, dass ich nicht der Terminator bin. Und wenn ihr mit diesem Link hier euch so ein Probierpack tatsächlich mal bestellen wolltet, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bekomme so ziemlich dieselbe Summe, die ihr da ausgibt, direkt ausgezahlt. Also so Neukundenwerbung. Und ihr habt den Probierpack. Ich bekomme eine Prämie von Holy. Wir sind alle glücklich. Alles ist gut. Und habe ich nicht offiziell gesagt. Holy weiß nicht, dass ich es gesagt habe. Aber nur so für euch als Info. So sieht es gerade aus. Also, wenn ihr mal so eine komische Gedanken habt, macht das mal. Probiert das mal. Ganz einfach. Codes habe ich natürlich auch. Sorry. Natürlich gibt es auch einen 5-Euro-Rabattcode. Der kommt auch noch direkt hinterher. Da hat jemand gut aufgepasst. Also mit dem Rabattcode, das ist auch so gemeint, mit dem Rabattcode, wenn ihr den benutzt und euch da ein Probierpack zum Beispiel bestellt, dann ist das, ist die Summe quasi fast identisch. Und das ist doch nett. Das können wir doch machen. Hat jemand, was, auf YouTube hat Georg Steidl 10 Mitgliedschaften für Geschichtsfenster verschenkt. Genau das meine ich mit solchen Dingen. Ja, schön. Schlemmergermane hat zum Beispiel eine erhalten. Sehr, sehr cool. Ja, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Wow. Großartig. Ja, wir sind heute wieder im Ösiland. Ganz genau. Und macht euch drauf gefasst. Ihr werdet mich wirklich leiden sehen. Es ist absurd, was die gemacht haben. Es ist vollkommen absurd. Wirklich, wirklich albern. Völlig albern. Weil wir gehen, also so eine Information vorher, wir gehen in die Zeit zwischen 1404 und 1439. Ist so, also frühes 15. Jahrhundert ist die Zeit, in die es jetzt gehen wird. Und ich sag nichts. Gut, also die Werbung für Holy werde ich später reinschneiden. Das muss ich euch nicht auch noch machen, nachdem ich gerade schon unterschwellige Werbung gemacht habe. Gut. Sehen werde ich euch nicht. Dann fange ich jetzt mal an. Aufnahme ist an. Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute gibt es wieder mal eine Reaktion. Ich überspringe den dritten Teil der Österreich-Doku. Der ist thematisch gerade nicht so passend. Der vierte Teil ist sehr, sehr spannend, weil nach dem Film, nächste Woche, wird es ein Video geben zu Juden im Mittelalter. Ich will auch da mal ganz, ganz viele Klischees angehen. Hab mir einen tollen Gast geholt. Wir werden mal wirklich so hinter das Klischee schauen. Da ist sehr, sehr viel zu entdecken. Und das Thema wird heute auch angeschnitten. Ich habe noch nicht groß reingeguckt. Ich habe so das Thema ungefähr mitbekommen. Aber ich habe eine so ganz kurz eine Spielszene gesehen und habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ihr werdet sehen. Ich werde leiden. Ihr werdet euren Spaß haben. Genug der langen Worte. Lasst uns anfangen. Vorher gibt es noch einen kurzen Einschub. Den Einschub erspare ich euch. Und dann gehen wir in die Reaktion. Ich mache mich noch schnell selbst rund. Kopfhörer liegt bereit. Das ungefähr 5 Kilometer lange Kabel auch. Und dann geht's los. Ein Wiener Student mit einem Trauma im Mund. Das ist sehr leise. Warum ist es so leise? Ah, deswegen ist es so leise. Ein Wiener Student mit einem Trauma im Rucksack. Jetzt drohen alte Wunden wieder aufzureißen. Wird er in Deckung gehen oder die Konfrontation suchen? Oder gibt es am Ende eine Versöhnung? Also die Kleidung ist schon unsagbar schlecht. Jetzt so, ich würde sagen, 16. Jahrhundert soll es darstellen. Das ist alles so ein bisschen Karneval mit diesen Baretten oder sowas, aber es würde so grob, also es passt auch nicht, der Kragen ist mehr so 17. Jahrhundert,
Niederlande, dann breitet sich's aus. Der Hut ist eher 16. Jahrhundert. Ich bin sehr gespannt, von welcher Zeit wir überhaupt reden. Zwei Männer in Wien des 15. Jahrhunderts. Was hat der gesagt? Im Wien des 15. Jahrhunderts. Die haben einen Spitzenkragen im 15. Jahrhundert. Und dazu ein Barett. Also ich habe ja schon sehr, sehr viel gesehen an schlechter Kleidung. Aber das ist gerade so ein echter Tiefpunkt. Und auch der Protagonist, der scheinbare, was hat er da an? Das ist ein modernes Hemd, oder? Vielleicht so ein Frackhemd oder so, keine Ahnung. Ein Professor, geschätzter Theologe, aber auch in eines der dunkelsten Kapitel dieser Stadt verstrickt. Also so einen Kragen habe ich als Kind im Karneval als Musketier getragen. Also das ist Karnevalskostüm. Verfolgung der Juden und ein jüdischer Student, als Kind verfolgt und christlich zwangsgetauft. An der Universität Wien, die später zu einer Keimzelle des Humanismus werden wird, kreuzen sich ihre Wege. Dazu ein Habsburger Herzog, der hinter allem die Fäden zieht. Wien, ein Ort, wo Licht und Schatten damals eng beieinander liegen. Auch die Kulissen, völlig, also nett gemacht, aber ansonsten völlig wahllos, ist natürlich nichts da. Also ihr seht keinen einzigen Gegenstand, der in die Zeit passen würde, weil wenn wir vom 15. Jahrhundert reden, das sieht komplett anders aus. Wer meinen Kanal ein bisschen sieht, ich mache ja sehr viel zum 15. Jahrhundert, da kann man so ein bisschen Ideen haben, wie es aussah. Ich zeige ja ab und zu auch ein paar Bildquellen, aber das ist so komplett dran vorbei. Und jetzt haben sie, okay, wir müssen eine Szene machen mit dem Professor und wahrscheinlich seinen Studenten. Lasst ihn mal irgendwie da in so einer Kammer sitzen. So stellt ihr euch die Hörsäle der Universität Wien vor, ja? Ja. Den beschleunigen wir mal ein bisschen. Das geht ganz schnell. Die Gründung der Wiener Universität durch Rudolf den Stifter führt die unterschiedlichsten Menschen und Schicksale zusammen. Zwei außergewöhnliche davon behandeln wir in dieser Folge. Da ist zunächst einmal Professor Nikolaus von Dinkelsbühl, ein wortgewandter Theologe und politischer Berater des Habsburgers Albrechts V., der auch in eines der dunkelsten Kapitel Wiens im 15. Jahrhundert verstrickt ist. Die Auslöschung des Wiener Judentums, die sogenannte Gesera. Und auf der anderen Seite der Student Paul Leubmann, ein Jude, der während dieser Judenverfolgung vermutlich dazu gezwungen wird, den christlichen Glauben anzunehmen. Also wie gesagt, es wird nächste Woche ein Video genau zum Thema Judentum geben und so. Diese Zwangstaufe ist relativ häufig. Ich bin aber schon verwirrt, dass sie auf der einen Seite eine Bildquelle für die Figur nehmen. Ich kenne diesen Professor tatsächlich nicht. Und auf der anderen Seite nehmen sie den Schauspieler als Bild, was halt so wieder ein völlig schräg wirkt. Also es sieht so aus, oh, wir haben ein Foto von dem Mann aus dem 15. Jahrhundert. Was? Also entweder beides oder bei keinem. Paul Leubmann und Nikolaus Dinkelsbühl, zwei gegensätzliche Biografien, die sich hier in den Gängen der noch jungen Uni Wien kreuzen. Macht und Ohnmacht, Toleranz und Fanatismus, alles vereint in knapp 60 Jahren Universitätsgeschichte. Nein, unfassbar, sowas wie Differenzierung. Also
natürlich haben wir immer beides und alles, oder? Es klingt gerade so, als ob das überraschend wäre. Finde ich nicht. Diese Kleidung. Ah, das Hemd macht mich völlig fertig. Das, so stellt ihr euch einen Studenten im 15. Jahrhundert vor. Wow. Und dann dieser Umhang. Also, ich ist schon wieder. Also, Lab ist ja so ein ganz weites Ding von sehr gut bis sehr schlecht. Aber so sah Lab in den 90ern mal aus. Also, so sah ich in den frühen 90ern aus. Aber, also die Ausstattung hier ist wirklich hundsmiserabel. Also, ich glaube, das Schlechteste, was ich je in der Richtung gesehen habe. Jemals. Für Paul Leubmann. 1425, ach du je. Also auch noch im frühen 15. Jahrhundert. Völlig, an allem vorbei. Ich habe gedacht, auch wegen die Baretten und so, wir sind wenigstens im späten 15. Jahrhundert. Aber dann sind die ja mit ihrem Spitzenkrieg 200 Jahre dran vorbei und mit ihren Baretten über 100 Jahre dran vorbei. Der Hammer. Dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Er tritt als Student in die noch junge Wiener Universität ein. Leubmann ist wenige Jahre zuvor vom Judentum zum Christentum übergetreten. Allerdings nicht freiwillig. Sieht auch wieder genau nach einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert aus. Total. Konstantin von Blühendorf. Denn Leubmann ist ein Opfer der Wiener Judenverfolgung von 1421. Der Habsburger Herzog Al. Was haben die da an der Wand? Kann ich das lesen? Nee, ist zu unscharf. Irgendwelche mit Fraktur geschriebenen Zettel an der Wand. Ja, wird bestimmt so in der Schreibstube ausgesehen haben. Ganz bestimmt. Albrecht V. hat damals alle jüdischen Gemeinden Österreichs systematisch vernichtet. Durch Vertreibung, Hinrichtung und durch Zwangstaufe. Also diese Vertreibung der österreichischen Juden ist tatsächlich bekannt. Die ist wirklich so ein ganz, ganz heftiges Kapitel der Judenverfolgung, die ja sowieso schon viele, viele Dinge hat. Und es ist nicht die einzige. Wir haben mehrere davon. Wir haben im Ersten Kreuzzug solche Pogrome. Wir haben die immer wieder. Es gibt immer wieder Vertreibung. Auch die Pest fördert das sehr, denn da gibt es diese Brunnenvergifter Geschichten, nach denen dann tatsächlich, weil ich mich für nächste Woche ja schon drauf vorbereitet habe, von 350 Städten gab es in 85 im Rahmen der Pest Verfolgung mit Ermordung. Und jede Menge Vertreibung, also wirklich, das ist massiv. Und da gibt es eben immer wieder solche Vertreibungen und die in Österreich war eine relativ flächendeckende sogar, weil der Herzog von Österreich eben mit seiner Macht gesagt hat, hier, ich mache Tabula Rasa in meinem gesamten Herzogtum. Das haben wir sonst nicht ganz so häufig. Aber hier in Österreich gerade diese Hexenverfolgung war, Entschuldigung, boah, was für ein schlimmer Versprecher. Gerade hier in Österreich, diese Judenverfolgung war eine relativ heftige. Paul Leubmann betritt. Wer macht solche Spielszenen? Du trittst ein und guckst komisch. Und schweigst. Und der andere winkt ihn stumm heran. Wer schreibt solche Spielszenen? Jetzt die Schwelle zur universitären Laufbahn. Unfreundlichkeit im Mittelalter. Ganz, ganz, ganz wichtig. Als Kind hat er durch den Pogrom seine Eltern verloren. Den Stift Melk hat er sich einer christlichen Umerziehung unterziehen müssen. Was heißt christliche Umerziehung? Er wurde halt ins Stift gegeben. Das ist nicht ganz doof für so einen, für eine jüdische Familie, die zwangschristianisiert wurde, den Sohn dahin zu geben. Aber eine Ausbildung im Kloster ist ja tatsächlich nicht so unfassbar Seltenes. Zunächst sorry. Macht. Da war ich schon. Da war ich. Der geistige Vater dieser Verfolgung ist jetzt ein angesehener Wiener Professor, Nikolaus von Dinkelsbühl.
Er ist einerseits ein anerkannter Humanist, hat aber andererseits Albrecht damals die theologische Rechtfertigung für die Gesera geliefert. Da hat er aber nicht mehr viel liefern müssen. Die war ja allgemein verbreitet. Also. Sehr früh begegnet uns dieser sittenstrenge Reformator des monastischen Lebens, Nikolaus von Dinkelsbühl, auch als Verfolger religiöser Irrlehren. Und in diesem größeren Kontext religiöser Irrlehren beginnen er und die Theologische Fakultät der Universität Wien gegen Ende der 1410er Jahre auch Angehörige anderer Religionen, vor allem die jüdische Bevölkerung, mit einzurechnen. Das ist so ein großer Komplex. Übrigens, ich bin völlig neidisch auf das Einstecktuch von diesem Experten. Wir sind halt in der Zeit, in der so die Idee langsam aufkommt. Es hat was mit der Katharer- und Waldenser-Verfolgung zu tun, dass es so eine Hexensekte gibt. Mit Hexen wird noch später kommen, aber da gibt es auch Juden dazu. Und so eine Gruppe, irgendwie eine Sekte, die im Hintergrund die Fäden zieht und Böses will. Und dann ändert sich die Art der Verfolgung. Und in diesem Umfeld, also zum einen die innere Reformation immer wieder der Kirche, das ist auch so die Zeit der Konzilsbewegung, in der man mal wieder zum wahren Glauben gerne zurück möchte. Auf der anderen Seite richtet sich dann eben auch gegen solche Gruppen. Und da haben wir tatsächlich auch ein Anziehen der antijüdischen Rhetorik. Und das passt da schon ganz gut rein. Name? Paul Leubmann. Um studieren zu können, gibt es Einschreibgebühren. Vergleichbar mit den Studiengebühren von heute. Nur ein wenig kulanter. Der hat ihm nur Geld hingelegt. Warum reagiert er, als wäre er gerade zu Tode beleidigt worden? Diese Spielszenen machen mich fertig. Es gab zwar bei der Einschreibung, bei der Immatrikulation, eine Gebühr zu bezahlen. Allerdings wurde sie gerade an der Universität Wien in zahlreichen Fällen erlassen. Also bei etwa ein Drittel aller Studierenden, die sich in der Matrikel eingetragen haben, finden wir den Vermerk, dass sie als Arme keine Gebühr zahlen mussten. Ja, also was gab es häufiger, also so Stipendien quasi von wohlhabenden Stiftern, auch von der Kirche tatsächlich, die hat gerade im theologischen Bildung Leuten das Ganze bezahlt und ist natürlich sinnvoll, weil du so als Herzog, der, da sind wir so am Anfang der Idee eines Flächenstaates, eines homogeneren Flächenstaates, und da brauchst du natürlich Beamte und so, und so kriegst du die. Eigentlich eine ziemlich coole Sache. In den Eintragungen ist Paul Leubmann zu finden, mit einer Gebühr von 4 Pfennig. Herzlich willkommen, Herr Leubmann, an der Universität. Also 4 Pfennig ist absolut nicht viel. Das ist ganz, ganz, ganz wenig. Paul Leubmann wird an der Alma Mater Rudolfina 1425 immatrikuliert. In der Rektoratsmatrikel scheint er als Paul de Minna auf. Offensichtlich sind diese beiden Bezeichnungen die Minna-Fehler, die entstanden sind. In beiden Fällen muss es wohl heißen Paulus bzw. Augustinus de Vina, nämlich von Wien. Und dieser Zuname Paul Leubmann von Melk dürfte sich offenbar darauf beziehen, dass er nach seiner Zwangskonversion zum Christentum im Stift Melk aufgezogen wurde, also eine geistliche Instruktion und frühe Laufbahn durchlaufen hat. Ich meine, ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Quellen, aber es wäre durchaus denkbar, dass das Stift Melk dann sagt, ja, der ist begabt, dem zahlen wir mal die weitere Ausbildung. Hurra, vielleicht wird was aus ihm. Sowas ist häufig. Können wir natürlich nicht sehen. Also er hat ja eine sehr, sehr geringe Gebühr bezahlt, aber sowas ist eben denkbar und ist gar nicht mal selten. Das Studium in Wien ist damals ausschließlich Männern vorbehalten. Das Studium von Frauen galt offenbar als dermaßen denkunmöglich, dass man es nirgends explizit verbieten musste. Frauen wurden an den Universitäten erst im Laufe des 19. Jahrhunderts zugelassen. Oh, das ist man aber schon sehr gut dabei. Also etliche Universitäten sind da eher im ganz frühen 20. Jahrhundert. Und die Diskussion über Frauenstudium im 19. Jahrhundert ist großartig. Habe ich im Studium behandelt. Fantastisch, was da an Argumenten kommt. Aber es gibt da gleich mehrere Punkte, weil tatsächlich Studenten, das ist schon eine klerikale Angelegenheit. Also Studenten haben in der Regel die niederen Weihen, erhalten die niederen Weihen. Davon kann man auch später wieder zurücktreten, aber sie sind letztlich im niedrigsten Stand des Klerus. Und da kann eine Frau einfach nicht hin. Es gibt da vielleicht, bin jetzt nicht der Kirchenrechtler, ob es da doch irgendwelche Dinge gibt, aber es war tatsächlich, wie sie schon gesagt hat, völlig undenkbar, dass eine Frau studiert. Jedenfalls in dieser Form der Universitäten werden wir in frühen Formen, zum Beispiel in Salerno, da haben wir Professorinnen, da haben wir Studentinnen, also da gibt es Dinge, aber im 15. Jahrhundert, überhaupt im späten Mittelalter, hat sich das insofern festgesetzt, dass Frauen einfach nicht studieren können.
Punkt. Das Wien, in das Leubmann kommt, ist eine aufstrebende Metropole. Es ist die Zeit der Renaissance und eines neu aufkommenden 1425 ist für euch die Renaissance? Ich meine, wer solche Kostüme verbricht, der kann natürlich auch nicht zwischen Renaissance und Gotik unterscheiden. Oder zwischen Renaissance und Mittelalter. So ein unsagbarer Quatsch. Nichts 1425 ist Renaissance. Das ist wieder mal so die Gleichsetzung Humanismus und Renaissance. Das ist die Zeit des Humanismus, gar keine Frage. Aber Renaissance ist eine Kunstform, ist eine Kunstepoche, ja? Die entsteht überhaupt erst in der Zeit. Also die frühen italienischen Renaissance-Künstler sind irgendwann Mitte des 15. Jahrhunderts. Viel später, als man denkt. Also der Dom in Florenz wird noch im gotischen Stil gebaut. Ich war gerade in der Toskana, gerade letztes Jahr. Jede Menge Gotik, und zwar aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Also Renaissance kommt ja erst so ganz langsam auf. Und es wird auch immer viel zu früh angesetzt. Also klar, Dante hauen wir auch noch in die Renaissance, Petrarca auch noch Renaissance. Stimmt aber nicht. Es sind alles Humanisten, also Dante nicht, aber Petrarca ist Humanist, gar keine Frage. Aber es ist nicht Renaissance. Es ist wieder dieses, alles Gute kommt ins Töpfchen, Renaissance, alles Schlechte kommt ins Kröpfchen, Mittelalter. Es ist nicht mal dieselbe Größe, weil Mittelalter ist eine historische Epoche, danach kommt aber die frühe Neuzeit und nicht die Renaissance. Die Renaissance ist erst parallel zur Gotik und dann löst sie die Gotik ab, auch im deutschsprachigen Raum. Aber Renaissance 1425, wie oft muss man gegen die Wand gerannt seid, um das hinzukriegen. Also unfassbar. Aber es ist halt das Typische. Es ist genau das Typische, was wir immer haben. Es ist immer schon Renaissance. Weil es ist irgendwie positiv. Mach mal Renaissance. Gibt die Universitäten. Muss Renaissance sein. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Aber eins ist halt auffällig. Ja? Sie ordnen es ja als Renaissance ein. Und wir haben schon zwei Folgen davon geguckt. Die letzten beiden Folgen hatten interessanterweise teilweise gar nicht so schlechte Ausstattung bei den Statisten, aber hundsmiserable bei den Akteuren. Aber was die beiden Folgen komplett hatten, war der Mittelalterfilter. Komplett Mittelalterfilter. Und jetzt sind wir ja in der Renaissance. Ist euch was, irgendwas aufgefallen? Mir schon. Kein Mittelalterfilter. Humanistischen Bildungsideals. Die treibende Kraft hinter diesem Aufstieg zur Weltstadt, der Habsburger Rudolf der Stifter, ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit 60 Jahren tot. Obwohl nur 26 Jahre alt geworden, war es Rudolfs ambitionierter Masterplan, der zur Gründung der Wiener Universität und damit zur Etablierung Wiens als geistiges und politisches Zentrum geführt hat. Die Statue ist doch niemals zeitgenössisch. Die ist doch 19. Jahrhundert. Könnt ihr mir nicht erzählen. Habt ihr da nichts Besseres gehabt? Als die Universität Wien 1365 gegründet wird, ist sie nach Prag die älteste im römisch-deutschen Reich. Klosterschulen und städtische Bildungseinrichtungen hat es schon vorher gegeben. Aber eine höhere Bildung. Diese Bildquellen, wer macht sowas? Wer wählt sowas aus? Ihr seid echt in der Zeit, wo ihr jede Menge Bildquellen habt. Wirkt wie ein Magnet auf Gelehrte und Studenten aus ganz Europa. Die Idee hinter der Gründung der Universität scheint aufzugehen. Wien ist schon zuvor eine vergleichsweise große Stadt gewesen. Aber für eine richtige Residenzstadt fehlte etwas. Ein Dom und eine Universität. Also es gibt eine Menge Residenzstädte, die nicht beides haben. Aber überhaupt Residenzstadt, das ist so ein Punkt, da hätten sie ansetzen können. Weil so etwas wie eine Residenzstadt ist in der Form neu. Also wir haben ja ein Reisekönigtum, wir haben ja keine Hauptstadt im Heiligen Römischen Reich. Wir haben große Städte, aber die wichtigsten Städte sind halt freie Städte. Also Köln, Lübeck, nirgendwo ist da ein Herrscher drin. Und in Wien haben wir das. Da haben wir eine große Stadt, groß genug, mit einem Herrscher. Prag ist natürlich die Blaupause, da saßen die Luxemburger als Kaiser. Da haben wir eine frühe Residenzstadt. Aber sowas ist neu im Heiligen Römischen Reich. Das gibt's in der Form. Außerhalb, klar, Paris, London, da haben wir genau sowas. Aber da hätten wir mal auf Wien eingehen können, weil das ist tatsächlich eine Besonderheit. Und ich sage auch manchmal, Wien ist so die einzig deutschsprachige Weltstadt im Metropolsinn, weil Berlin, tolle Stadt, ich mag Berlin, ist aber so zusammen aus ganz vielen Stadtstücken. Köln ist so eine alte Reichsstadt, an der man das auch anmerkt, aber wirklich so eine Residenzstadt. München war auch eine Residenzstadt, ja, aber Wien ist halt schon so durch diese Geschichte was Besonderes. Und das hättet ihr jetzt mal thematisieren können, das haut ihr in einem Wort weg. Aber eine Residenzstadt muss nicht einen Dom und eine Universität haben, vor allem nicht in der Zeit. Sonst hätte es ja
außer Wien gar keine Residenzstädte gegeben. Also ist wieder eine ganz komische Argumentation. Rudolf der Stifter, der Visionär im Haus Habsburg, hatte mit Wien Großes vor. Wenn er nach Prag blickte, zu seinem Schwiegervater, Kaiser Karl IV., sah er genau das. Eine Universität und ein Dom machten diese Stadt zur europäischen Metropole. Und so sah das Wien Rudolfs des Stifters aus. Der Stephansdom, die Hofburg, das Judenviertel und in der Folge das Universitätsviertel, das sich letztlich aus Rudolfs Universitätsgründung herausbildete. Mit der neu gegründeten Universität konnte sich Wien auf einer Ebene mit den alten europäischen Universitätsmetropolen Bologna, Paris und letztlich auch mit Prag sehen. Italien und Frankreich sind lange Zeit auch die Bildungsmagneten, die junge Menschen aus dem österreichischen Raum anziehen. Dieser Abwanderung der heimischen Intelligenz schiebt die Gründung der Universität Wien einen Riegel vor. Ich weiß nicht, ob da eine Abwanderung ist, weil die Leute kommen ja auch zurück. Also tatsächlich, Paris ist auch nach dem Willen der Kirche eine Zeit lang das Ausbildungszentrum für Prediger, für Kleriker. Und also wir haben ganz viele Beispiele, wo man eben dahin geschickt wird, aber ob es eine Intelligenzabwanderung, ich weiß nicht, die bleiben ja nicht zwingend in Frankreich. Die kommen ja auch zurück. Also die Universitäten sind auch tatsächlich, deswegen gibt es ja auch so die Idee der Nationen, nach denen die Herkunft der Studenten, danach sind die organisiert und das ist schon alles nicht so sehr, wir bleiben da für immer, sondern schon, ich studiere hier und gehe dann wieder zurück. Also zum Beispiel ganz, ganz viele im 15. Jahrhundert, ich habe mal was gemacht über Hartmann Schedel, den Autor der schwedischen Weltchronik aus Nürnberg. Und der studiert in Italien, wie ganz viele andere, obwohl es bereits im deutschsprachigen Raum Universitäten gibt. Also es war völlig üblich, nach Italien zum Studieren zu gehen und dann zurückzukommen. Rudolf IV., der Stifter, will den Trend umkehren. Jetzt. Ich war schon wieder, sorry. Kunden. Fälschung. Kaiser Karl. Ihn verspricht er sich viel. Rudolf IV., der Stifter, will den Trend umkehren. Jetzt. Diese Klamotten, also diese Bildquellen sind so schlecht. Sollen Bildungshungrige aus dem Ausland nach Österreich kommen. Von dieser Aufwertung seiner Residenzstadt Wien verspricht er sich viel. Rudolf IV. Ist ein hochambitionierter, interessierter und innovativer Fürst der Mitte des 14. Jahrhunderts, der sich nicht damit zufrieden geben wollte, dass er eigentlich über eine Summe von weit auseinandergezogenen Territorien herrschte. Er kann doch nicht positiv über einen Herrscher des 14. Jahrhunderts reden. Das klingt ja so, als ob der nicht ganz doof gewesen wäre, obwohl wir hier über das Mittelalter reden. Verrückt, oder? Ein geschlossenes Ganzes gebildet haben. Und er ist jemand, der an der Überhöhung seiner eigenen Person sehr tatkräftig gearbeitet hat. Rudolf gründet gleichzeitig zur Universität auch das Kollegiatkapitel zu St. Stephan und legt damit den Grundstein für das spätere Domkapitel. Was bei Rudolfs Universitätsgründung allerdings noch fehlt, ist eine theologische Fakultät. Die Zuständigkeit dafür liegt nämlich in Rom. Der Papst hat sich das Recht vorbehalten über Gründungen. In Rom? Müsste ich jetzt genau gucken, aber die Chance ist nicht ganz schlecht, dass sie in Avignon liegt. Also ich müsste wirklich die Zahlen vergleichen. Ich möchte jetzt keinen Fehler vorwerfen, aber ich bin erstmal kurz skeptisch, weil abendländische Schisma und so, mehr als ein Papst. Theologische Fakultäten selbst zu bestimmen. Übrigens, dieses Schisma befeuert massiv die Gründung von Universitäten. Denn bis zu diesem Schisma hat die Kirche tatsächlich solche Genehmigungen sehr ungern gegeben, weil sie eben so ihre eigenen Pläne hatte, auch so mit Paris und so. Und mit dem Schisma zwei Päpste, die müssen ja auch so ein ganz klein bisschen buhlen um den guten Willen der jeweiligen Landesherrscher. Und dann werden sie auf einmal deutlich großzügiger mit solchen Genehmigungen. Und dann hast du wirklich eine Vielzahl von Universitätsgründungen, die dann eben möglich sind. Also tatsächlich, das abendländische Schisma hat die Universitätsgründung deutlich befeuert. Und sozusagen aus politischen Hintergründen war es also zunächst nicht möglich, in Wien
auch eine theologische Fakultät zu etablieren. Das war erst dann unter Albrecht möglich. Der Wiener Dom und die Universität sind nur zwei Puzzlesteine in Rudolfs Gesamtstrategie. Mit dem Privilegium Maius, einer gefälschten Urkunde, setzt er bei Kaiser Karl IV. Mehrere habsburgische Ansprüche durch. Österreich macht so vom bisherigen Herzogtum den Sprung zum Erzherzogtum, ein Kunstwort, das es davor nicht gegeben hat. Fälschungen sind ebenfalls ausschlaggebend bei der Einverleibung von Tirol und der Steiermark in seinen Herrschaftsbereich. Rudolf IV. Schreibt sich in diesen gefälschten Urkunden eine Fülle von besonderen Privilegien, von Vorrechten zu, von denen jedes einzelne durchaus auch andere Reichsfürsten besitzen. Aber die Kombination aus all diesen für sich genommen nicht außergewöhnlichen Vorrechten, die macht diesen Komplex so außergewöhnlich. Eine solche Machtfülle, eine solche Privilegierung, eigentlich schon in einer geradezu königsgleichen Stellung, in einer nicht nur fürstlichen Stellung im Reich, das besitzt eben nur der österreichische Erzherzog. Also es ist tatsächlich eine wilde Geschichte, was sich da alles reinschreiben lässt. Und Fälschung, ich bin ja immer vorsichtig beim Wort Fälschung. Hier ist es tatsächlich nicht ganz falsch, weil oftmals sind Fälschungen letztlich Gewohnheitsrechte, die aufgeschrieben werden und damit irgendwas Altem legitimiert werden, aber oft sind diese Rechte einfach schon vorhanden gewesen und die Begründung ist dann ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber in diesem Privilegium Major, da lässt er sich tatsächlich einiges reinschreiben. Hat auch wieder machtpolitische Gründe, warum er damit durchkommt, aber ab dann haben tatsächlich die österreichischen Herzöge ein paar Sonderrechte. Ist dann letztlich gar nicht so entscheidend, weil die werden ja relativ bald dauerhaft Kaiser und es ist eigentlich noch eine Wahlmonarchie nach wie vor, de jure, aber de facto ist es fast eine Erbmonarchie. Und das ist dann tatsächlich gar nicht so entscheidend, weil die haben dann auch so ziemlich viele Rechte. Nach dem Tod ihres Mannes und ihres Sohnes muss Gräfin Margarete von Tirol 1363 ihre Macht abgeben. Tolle Frau, ja, die gibt ihre Macht ab, aber erst nachdem sie militärisch sich behauptet hat und dann unter guten Bedingungen sich zurückzieht. Also wirklich eine spannende Frau, die ziemlich spannende Machtpolitik geführt hat. Sie verhandelt mit Rudolf über eine Übergabe Tirols an die Habsburger. Rudolf präsentiert die gefälschte Urkunde von 1349, die ihm angeblich Tirol zusichert, wenn es keinen männlichen Erben gibt. So gelangt Tirol in habsburgischen Besitz. Das war jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt. Der gestalterischen Fantasie sind bei diesen Fälschungen allen voran bei Rudolfs Privilegium Maius keine Grenzen gesetzt. Unter diesen gefälschten Urkunden befinden sich zwei Stücke, die angeblich von Cäsar und von Nero ausgestellt worden sind. Also völlig anachronistisch. Hier wird ein Land Österreich, das es erst im fortschreitenden Mittelalter gibt, zurücktransportiert eigentlich in die römische Antike. Wozu dient das? Man will eben zeigen, es gibt diese österreichischen Vorrechte eines eigenen Landes Österreich schon seit Jahrhunderten, ja geradezu eben seit Jahrtausenden. Ja, und was ist denn eine bessere Legitimation als Cäsar? Ja, also der erste Kaiser, auf den sich ja die Kaiser tatsächlich beziehen. Und das ist genau, was ich meine. Mit so einer Rückdatierung, mit so einer Begründung macht man es natürlich zur Autorität. Und im Mittelalter, gerade auch wieder im Humanismus, sind natürlich antike Denker und die Antike generell immer eine wichtige Autorität. Und schreib's in die Urkunde, ist ein Anspruch. Rudolfs Handeln kann als Reaktion auf die aus seiner Sicht ungerechte Behandlung Österreichs in der Goldenen Bulle gesehen werden. Das Dokument wird 1356 von Kaiser Karl IV. Erlassen und regelt die Wahl zum römisch-deutschen Kaiser. Aus Angst vor einer habsburgischen Dominanz verwehrt die Goldene Bulle der Dynastie die Kurfürstenwürde. Um seine machtpolitische Stellung zu behaupten, lässt Rudolf daraufhin eine Reihe von Rechtsdokumenten fälschen. Also sie hatten halt keine Kurwürde und kriegen auch keine neue Kurwürde. Kurwürden wurden eher sparsam vergeben und die Goldene Bulle setzt eben 7 Kurfürsten fest, die auch relativ lange in der Form zusammenbleiben. Und ja, Österreich, obwohl mächtig, hat keine Kurfürstenwürde. Da gibt es aber ein paar andere noch.
Daher lässt er einen Komplex von insgesamt 5 Urkunden fälschen, die er ausgibt als Urkunden früherer Könige oder Kaiser, die Österreich Vorrechte verleihen. Das ist kein Unikum, das wir hier vor uns haben. Man sieht, Urkundenfälschungen dienen nicht so einfach dazu, entweder geglaubt und akzeptiert zu werden, sondern sie tragen Ansprüche vor. Und ob diese Ansprüche politisch akzeptiert werden oder abgelehnt werden, das wird immer noch in Verhandlungsprozessen entschieden. Ich mag den Mann einfach. Der ist mir in den letzten Folgen schon aufgefallen. Der ist einfach auf den Punkt und immer sehr, sehr gut, weil genau das ist der Punkt. Diese Urkundenfälschungen, die werden immer so groß als Riesending hingestellt, aber tatsächlich, wie er schon sagt, sie sind letztlich auch nur ein Anspruch, der dann aber im tatsächlichen Alltagsgeschäft durchgebracht werden muss. Nur mit so einer gefälschten Urkunde hat man gar nichts. Man muss, also es ist im Mittelalter sowieso so, Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge. Und selbst wenn diese Urkunde geglaubt wird, selbst wenn man das Recht dann hat, man muss es noch durchsetzen. Und es ist eben so. Also nur indem sie das fälschen, wird der Herzog von Österreich nicht plötzlich der große Player und sagt, hier, ich habe die Rechte, kriege ich jetzt. Sondern da sind ein paar andere Fürsten, die sagen, mal gucken, er kann sie durchsetzen. Mit ganz vielen Dingen, teilweise auch durch Zahlung. Also Margareta Maultasch, die Margareta von Tirol, die kommt aus der Sache nicht ganz schlecht raus. Aber ich fand eben, was er gesagt hat, wieder so völlig auf den Punkt, ja, so eine gefälschte Urkunde ist ein Ding, aber das heißt noch lange nicht, dass er damit ohne weiteres durchkommt. Es ist nur ein Anspruch, mehr nicht. Und ein solcher Verhandlungsprozess hat offensichtlich zwischen Rudolf IV. Und seinem Schwiegervater Karl IV. Stattgefunden. In diesem Sinn ist Rudolf IV. Auch mit diesem Komplex von Urkundenfälschungen sozusagen nicht schlechterdings abgeblitzt, sondern mit manchen seiner angemaßten Rechte ist er durchaus durchgedrungen. Rudolf. Ich weiß auch nicht, was da wichtiger ist, die gefälschten Urkunden oder Schwiegersohn des Kaisers zu sein. Stirbt schon 26-jährig. Hat zu diesem Zeitpunkt aber die großen Weichen für Österreichs weitere Entwicklung bereits gestellt. Sein Bruder Albrecht holt beim Papst die Genehmigung für eine theologische Fakultät an der Universität. Da muss man aber dazu schreiben, dass es ein Mann ist. Seid ihr da sicher? Geflochtene Zöpfe. Also ich möchte jetzt nicht... Vielleicht habe ich da gerade keine Ahnung, aber ich wundere mich gerade ein bisschen. Universität Wien ein und macht die Institution damit zur Volluniversität. Guck mal, ihr habt doch schöne Bilder, wie eine Universität im 15. Jahrhundert aussieht. Ihr seht sogar die Kleidung. Wo ist das Problem? Ihr zeigt doch hier gerade, ihr habt die Bildquellen. Ist mir unverständlich, wie sowas passiert. Übrigens, wunderschönes Buchkarussell da. Also solche Buchablagen gibt es mehrfach. Wunderschön. Gelehrte und Studenten kamen aus ganz Europa nach Wien und verbreiteten internationales Flair. Die Studenten, ausschließlich männlich, kamen aus den 4 Nationes. Österreich, Ungarn, Sachsen und Rheinland. Also das haben wir ganz oft an Universitäten, die Nationen, und es sind oft 4, verwechselt es aber nicht mit der reinen Herkunft der Leute, sondern es ist auch so ein bisschen Himmelsrichtung und die werden dann dazugezählt. Also in Prag zum Beispiel, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die deutsche Nation war, da gehören zum Beispiel Franzosen und Spanier dann gerne noch dazu. Also immer mal wieder dabei. Es ist eine sehr grobe Sache, aber es ist typisch, dass man eben in eine dieser 4 Nationen ordnet wird, so ein bisschen wie in Hogwarts in eins der 4 Häuser. Und dann ist man, gehört man dieser Nation an, aber das ist natürlich auch in der Fremde eine Identität. Wenn ich jetzt als Ungar in Wien bin, dann bin ich da plötzlich ein Ungar. Zu Hause ist das ja relativ egal, weil ich bin unter den Meinen. Und tatsächlich haben wir das zum Beispiel in Prag, da haben wir auch im Streit dann mit Jan Hus, haben wir überhaupt diese Identität, ich bin ein Deutscher, weil ich eben mich in Prag befinde, die sprechen da zum Teil anders und dann bin ich habe ich überhaupt dieses Selbstverständnis. Und da finden wir auch so ein Selbstverständnis zu der Zeit. Wenn ich wieder im Heiligen Römischen Reich bin, dann bin ich kein Deutscher. Dann bin ich Franke, Bayer, Rheinländer, Kölner, Frankfurter, was auch immer. Studenten aus anderen Ländern wurden je nach geografischer Richtung ihrer Herkunft jeweils einer davon zugeschlagen.
Und hier im sogenannten Collegium Ducale fand ab 1385 der universitäre Unterricht statt. Doch die Universität Wien, insbesondere die theologische Fakultät, stand damals nicht nur für Weltoffenheit. Die römische Kirche kämpfte gegen abweichende Glaubensmeinungen, etwa gegen die Hussiten. Es sind die Vorboten der Reformation. In diese Auseinandersetzungen werden auch die Juden hineingezogen. Nikolaus von Dinkelsbühl, schon länger ein Vertrauter von Herzog Albrecht V., würde man heute einen Politikberater nennen. Er lieferte eine theologische Rechtfertigung für die Judenverfolgung, war andererseits aber als geistiger Vater der sogenannten Melka-Reform auch ein maßgeblicher Wegbereiter des Humanismus nördlich der Alpen. Religiöse Intoleranz und Gewalt neben Bildung und Fortschritt. Haben wir ganz oft. Übrigens, diese 3D-Gebäude ist ja gar nicht mal so hübsch. Also, das sind ja schon Computerspiele vor 20 Jahren. Komme ich damit hin vor 20 Jahren? Keine Ahnung. Auch das ist die Uni Wien in ihren Anfängen. Barett und Feder. Oh. Dass Licht und Schatten im Österreich der Renaissancezeit nahe beieinander liegen, spiegelt sich auch in dem Habsburger Herrscher Herzog Albrecht V. wider. So stellt ihr euch einen Herzog von Österreich vor, ja? Im Ernst. In so einem Kittelchen. Die haben doch Lack gesoffen. So, da machen die eine ganze Sendereihe über ihr Land. Und sind jetzt in Wien der Spätgotik. Also Spätgotik, da wird's richtig großartig, ja? Alles egal. Renaissance. Also, Entschuldigung, Spätgotik ist so eine Kunstform, die in Österreich unsagbar wichtig ist. Einige der großartigsten Werke der Spätgotik sind in Österreich. Fahrt mal nach St. Wolfgang, guckt euch da den Altar an. Den Hochaltar. Seht da mal, was ihr könnt. Und das reißt ja alles raus. Das mangelt ja alles platt und setzt da die Renaissance hin. Die in der Zeit in Österreich überhaupt keine große Rolle spielt. Vollkommen egal. Und dann wollt ihr mir das da. Das wollt ihr mir als einen eurer wichtigsten Herzöge verkaufen. Albrecht V. So. Der alleine dieser Leder entlangläuft. Habt ihr eine Ahnung, was ein Erzherzog ist? Leute. Also ich mache eine historische Darstellung. Mache ich einen kleinen Ritter. Eine niederadelige Darstellung. Und wir tragen Sorge, dass ich so nie zu sehen bin. Nie. Ich trage dann, also der müsste eine bodenlange Hupelande tragen, ein Chaperon dazu, am besten noch eine fette Ordenskette. Dann können wir darüber reden, dass es ungefähr ein Erzherzog ist. Und dazu 20 Leute Entourage, die immer bei ihm sind. Weil das macht jemanden wichtig. Aber so, alter Falter. Die Welt mag durch den Humanismus heller und offener geworden sein. Nee, der Humanismus macht die Welt nicht heller. Verwechselt das nicht mit der Aufklärung. Der Humanismus hat eine andere Beobachtung, aber es wird nicht besser. Die Welt wird da nicht heller. Wir fangen erst gerade an mit dem dunklen Teil. Also die Kriege werden heftiger, viel heftiger. Die Verfolgungen werden heftiger. Mit der Hexenverfolgung haben wir noch gar nicht angefangen. Also wir sind bei der Idee, das finstere Mittelalter, dann kommt die nette Neuzeit. Völliger Unsinn. Da wird gar nichts netter. Wir fangen mit der Finsternis überhaupt erst an. Auch am Horizont ziehen schwere Auseinandersetzungen auf. Dieser gefältete Kragen hat überhaupt nichts mit der Zeit zu tun. Also nicht auf diesem Bild hat nichts etwas mit dem Spätmittelalter und dem 15. Jahrhundert zu tun. Gar nichts. Ich hätte nicht mal im Ansatz dran gedacht, das in diese Zeit zu machen. Okay, es sieht ein bisschen aus wie eine tschechische Märchenverfilmung der 70er Jahre, da wird's passen. Aber nichts davon ist 15. Jahrhundert. Ihr merkt, ich rede mich gerade in Rage. Es ist also die Ausstattung der Spielszenen ist mit Abstand das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Und ich fürchte, es wird noch schlimmer. Harte Zeiten kommen vor allem auf die jüdischen Gemeinden zu. Der Schutz, den sie noch unter Rudolf genossen haben, weil er ihre Funktion... Und jetzt auf einmal sowas. Macht mich fertig. Da habt ihr wieder irgendwelche historischen Darsteller eingeladen? Das ist nett. Ich bin neidisch, ich möchte auch so einen Betthimmel im Zelt haben.
Das Zelt ist, also das toll. Okay, warum die auf dem Bett liegen, keine Ahnung, aber auf einmal, dieses Bild ist auf einmal, hat nichts zu tun mit dem, was wir vorher und nachher gesehen haben. So gar nichts. Und es hat dann auch überhaupt keinen Kontext. Aber gut. Funktionen als Händler, Diplomaten, Mediziner und Geldleiher geschätzt hat, läuft aus. Warum diese Aufzählung jetzt ein Problem ist, das erfahrt ihr nächste Woche in meinem Film über Juden im Mittelalter. Weil das war gerade so, der Geldverleiher musste rein, der Händler musste rein, der Mediziner musste rein. Das sind auch Klischees. Das sind vielleicht positive Klischees. Sie machen das Bild der Juden im Mittelalter aber nicht besser. In keinster Weise. Gar nicht. Die Juden bekommen eben vor allem als Geldleiher einen besonders privilegierten Rechtsstatus mit Schutz und so weiter zugesichert. Was? Den kriegen sie nicht, weil sie Geldverleiher sind. Die Juden haben, auch das wird ein Thema im Film, die Juden haben einen Rechtsstatus, der sie schützen soll. Seit Friedrich II. Haben sie den als sogenannte Kammerknechte des Königs oder des Kaisers. Und das gibt ihnen einen gewissen Schutz. Gleichzeitig haben sie aber auch Vorschriften, zum Beispiel in den Städten, da entstehen ja die Zünfte. Und als Jude kann ich einer Zunft nicht beitreten, weil die sind natürlich auch mal christlich orientiert. Da muss ich zum Beispiel einen Eid leisten auf die Zunftlade und ähnliches. Das kann ich als Jude gar nicht. Also Juden sind per se ausgenommen aus den Zünften. Die können keine zünftigen Handwerker annehmen. Und dann bleiben nicht so wahnsinnig viele Dinge. Und Geldverleiher, es gibt jüdische Geldverleiher, aber die Idee, dass jeder Jude da Geldverleiher ist, ist so ein ganz, ganz schlimmes Klischee. Und also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ihre Tätigkeit als Geldverleiher ist das eine, der Schutz ist etwas ganz, ganz anderes. Und der muss auch oftmals bezahlt werden. Der ist nicht billig. Das heißt nicht, dass sie sonst nichts tun dürfen. Das wird oft missverstanden. Also Verbote, andere Berufe auszuüben, sind selten und eher punktuell. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Also, wie gesagt, sie können keiner Zunft beitreten. Damit haben sie inne. Also, es gibt kein Verbot von oben. Es ist nicht so, dass der Herzog oder der König oder der Kaiser sagt, das dürft ihr nicht. Aber in der Realität, in den Städten, und da leben Juden relativ oft, in der Realität haben sie ein Berufsverbot. De facto ist es da, denn sie dürfen Zünften nicht beitreten und damit sind ihre Sachen beschränkt. Und sie haben auch sonst noch so ein paar Verbote, was sie eben nicht tun dürfen. Also, doch, doch, es gibt diese Verbote. Sie sind halt keine allgemeingültigen Gesetze. Aber das ist für den einzelnen Juden vollkommen egal, wo es herkommt. Aber mal vollkommen. Aber besonders gefördert werden sie eben als Geldleiher. Und daher... Nein! Herzog macht sehr klar, sein Hauptinteresse ist eben daran, er will die Juden als Geldleiher im Land haben. Was auch Rudolf tut, Rudolf geht aber einen Schritt weiter, indem er vermehrt Wert darauf legt, dass gerade wichtige jüdische Geschäftsleute im Land bleiben und nicht ohne seine Erlaubnis sein Herrschaftsgebiet verlassen. Also viel zu Privilegien. Unter Herzog Albrecht V., einem direkten Nachfahren Rudolfs des Stifters, dreht sich dieser Wind allerdings. Antijudaismus hat es hierzulande immer gegeben, aber... Den Unterschied zwischen Antijudaismus und Antisemitismus erkläre ich auch im Video nächste Woche. Aber hier haben wir sogar erste Anzeichen von Antisemitismus in der Darstellung. Jetzt wird er zur Staatsräson. Die Juden werden in den Kampf gegen die sogenannten Ketzereien, also abweichende christliche Lehren, hineingezogen. Hat ja vorhin erzählt, dass genau aus diesem Kampf gegen die Ketzer neue Ideen kommen und neue Predigtinhalte, die dann letztlich zurückschlagen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei Nikolaus Dinkelsbühl, Albrechts Beichtvater und theologischer Einflüsterer. Dinkelsbühl ist federführend an Albrechts Bemühungen beteiligt, den christlichen Glauben in seinem Herzogtum zu erneuern und abweichende Glaubensvorstellungen zu bekämpfen. Albrechts Judenpolitik führt am Ende dazu, dass sich Dinkelsbühl und Leubmann als Kollegen an derselben Fakultät wiederfinden. Die Spielszenen. Boah. Also die Anweisung war, okay, macht es so awkward wie möglich. Macht es peinlich. Peinliche Stille ist das Thema dieser Spielszenen.
Also ich meine es ernst, sie sind nicht nur schlecht ausgestattet, sie sind auch als Spielszenen fertig für die Pinsel. Eure Durchlaucht? Herzog Albrecht und Nikolaus von Dinkelsbühl. 1421 setzen sie ihre Pläne schließlich ohne Rücksicht auf Verluste in die Tat um. Dinkelsbühl liefert dem Herrscher eine theologische Rechtfertigung für seine antijüdischen Pläne. Albrecht selbst geht es vor allem um den Einzug jüdischen Eigentums. So möchte er seine Beteiligung an dem kaiserlichen Krieg gegen die Hussiten finanzieren. Gegen die Anhänger der Glaubenslehre des böhmischen Theologen Jan Hus. Also das haben wir relativ oft, dass Juden auch gerne mit einer Sondersteuer zur Kasse gebeten werden. Ganz viele Rechte müssen auch immer wieder gerne bezahlen. Und ja, die Hussiten, also in Böhmen gibt es einen großen Aufstand. Die Hussiten sind letztlich eine christliche Sekte, die militant wird, nachdem Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz verbrannt wurde. Kein so feiner Zug. Und da ist er natürlich direkt involviert, ist direkt nebendran, hat auch Besitzungen und da muss eben Geld her. Und dass man sich da an die Juden wendet, ist gar nicht mal so selten. Haben wir häufiger. Zum Beispiel auch das Lösegeld für Richard Löwenherz in England. Da mussten die englischen Juden ordentlich zuzahlen. Also das ist nichts Neues. Ich bin sehr gespannt auf diese theologische Rechtfertigung, weil eigentlich ist die schon da zu der Zeit. 1420 stellt er die jüdische Gemeinde vor die Wahl zwischen Übertritt zum christlichen Glauben, Exil oder Tod. Okay, krasser Schnitt. Jetzt mal aus der Sicht eines damaligen Christen. Ich möchte sie nicht verteidigen. Ich bin da auch raus, also ich hab da keinerlei Sympathie, aber nimmt man den damaligen Menschen, der übertritt, also ich als Anhänger des Christentums, der auch sagt, Jesus bringt dich zur Erlösung, ist diese Sache mit dem Übertritt eigentlich verständlich? Also es ist ja das Ziel eigentlich, also das erklärte Ziel ist, die Juden zu bekehren. Das erklärte Ziel ist ja, alle zu bekehren. Jeden. Und damit ist dieser Übertritt erstmal so ein Punkt. Natürlich ist die aus heutiger Sicht völlig klar, du lässt dich taufen, sonst müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich möchte auch immer gerne den Blickwinkel der historischen Figur reinhaben und für den ist das ja letztlich erstmal ein gutes Werk. Diese Verfolgung 1420-21 wird als Divina Xera bezeichnet. Das hebräische Wort bedeutet Verhängnis. Die Bezeichnung geht zurück auf eine jüdische Quelle, die in jiddischer Sprache einen Bericht über diese Verfolgung bietet. Man weiß nicht genau, wie alt dieser Bericht ist. Er lässt sich bis ins frühe 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Nachdem Albrecht in den Hussitenkriegen eine Niederlage erleidet, kommt es zur Eskalation. Zu Unrecht unterstellt Albrecht den jüdischen Gemeinden in seinem Herzogtum, sich mit den Hussiten verschworen zu haben und diese auch finanziell zu unterstützen. Genau, Juden und Hussiten, das ist das Erste, was mir einfallen würde. Bei der Regieanweisung, steh bitte am Fenster und schau bedeutungsschwanger in die Welt hinaus. Pogrom unterscheidet Albrecht. Was hat er gesagt? Finanziell zu unterstützen. Bei dem Pogrom unterscheidet Albrecht zwischen mittellosen und wohlhabenden Juden. Die einen schicken. Gibt nämlich auch mittellose Juden. Also, das ist auch so wieder so dieses Klischee mit den Geldverleihern. Deswegen bin ich ja. Die ganzen Berufe, die vorhin gesagt wurden, waren alle reich. Und deswegen ist so eine der Ideen tatsächlich, die mittelalterlichen Juden waren alle wohlhabend. Gar nicht. So überhaupt nicht. Schickt er auf Booten ohne Ruder donauabwärts aus dem Land? Die anderen, in etwa 200 finanzkräftige Wiener Juden, will er zunächst zwangsgetauft im Land halten und ihr Vermögen einziehen. Letztendlich werden sie aber auch zusammengetrieben und vor den Toren der Stadt öffentlich verbrannt. Das war leider eine sehr häufige Strafe. Das ist tatsächlich so. Hier ist ich bin mir relativ sicher, es ist aus der Schwedischen Weltchronik dieses Bild und zeigt eben genau das. Und das haben wir auch immer wieder. Auch das wird natürlich ein Thema des Films über Juden nächste Woche sein. Die verschiedenen Pogrome, die immer wieder auftauchen. Und man kann da nichts dran schönreden. Das ist Massenmord an einer religiösen Minderheit. Oh. Das haben wir leider im Mittelalter immer wieder. Also wenn es wirklich so düstere Seiten des Mittelalters gibt, ich stehe ja manchmal im Verdacht, das Ganze zu romantisieren. Da ist nichts dran zu romantisieren. So überhaupt nicht. Heute wird vermutet, dass man sich...
Was ist denn das für eine furchtbar schlechte Animation? Also, warum ist der Putz da bröckelig? Wieso haben die bröckeligen Putzdachern? Und das ist Wien. Ganz kurz. Ich finde es bestimmt schnell. Ist aus Alltag im Spätmittelalter von ist aus dem Alltag im Spätmittelalter von Harry Kühnel. Sehr gutes Buch. Unbedingt kaufen, wenn ihr es noch nicht habt. Kriegt man antiquarisch. Und hier steht, diese Vorliebe für die Natur kommt auch zum Ausdruck, wenn Bonfini erwähnt, dass die Donauinseln auf dem niederen Wert vor den Mauern Wiens ein mit Obstbäumen bestandener beliebter Erholungsort angesehener Wiener Bürger war, wo sie die Jugend zu Picknicks und Reigenspiel traf. Und über Wiener Neustadt, ist jetzt nicht Wien, aber Wiener Neustadt, schreibt Aeneas Silvius Piccolomini, 1444, die Gärten voller Grün, eine höchst gesunde Luft, kühle Quellen, liebliche Haine. Über Wien schreibt er dann, Mitte des 15. Jahrhunderts wieder, er erwähnt die zwei- und dreistöckigen, innen wie außen bemalte Häuser, das Straßenpflaster, das aus hartem Gestein bestand, damit es den Rädern der Fuhrwerke besser widerstehen konnte. Und Bonfini weiß dann noch über Wien, in den Fenstern singen und zwitschern Vögel, sodass man einem Spaziergang durch die Stadt durch einen klingenden, lieblichen Wald zu schreiten vermeint. Das sind die Quellen in dieser Zeit über Wien. Erkennt ihr gerade wieder, oder? Könnt ihr auch genau wie ich in dieser 3D-Animation erkennen? Hm? Super. Nur mal so ein paar Quellen reinzuwerfen. Sich mit dieser Maßnahme den wertvollen Immobilienbesitz im Herzen der Stadt sichern wollte. Das haben wir ganz oft, dass hinter einem Pogrom letztlich der Versuch steht, das jeweilige Judenviertel in die Hände zu bekommen. Hatten wir in Frankfurt zum Beispiel auch. Das ist tatsächlich häufiger, weil das sind ja, am Anfang ist das immer am Rand der Stadt, da müssen sie dann leben und mit dem Wachstum der Stadt ist das auf einmal in der Stadt und dann ist es nicht mehr so gut. Also zum Beispiel in Frankfurt haben die Juden direkt am Dom gelebt und Nikolaus von Kues hat dann gesagt, weiter an den Rand. Da wurden auch Gebäude niedergerissen, da wurden dann neue städtische Gebäude, wie zum Beispiel das heutige Leinwandhaus gebaut auf diesem Platz. Entschuldigung. Also das ist eine ganz, ganz typische Motivation für solche Pogrome letztlich. Bis heute bezeugt eine Gedenktafel am Wiener Judenplatz den damals religiös bedingten Antijudaismus. Die Ereignisse von 1421 werden in der Schmähtafel gefeiert und die jüdischen Opfer als Hebräerhunde verunglimpft. Könnte man mal überlegen, ob man da vielleicht nochmal eine Einordnung hinhängt? Also ich bin nicht dafür, es abzunehmen, aber... ...lag das jüdische Viertel im damaligen Wien. Und so hat damals die Wiener Synagoge ausgesehen. Ich hoffe, mit besseren Dachschindeln. Und dieser Bau wurde während der Judenverfolgung 1421 der Wiener Gesera zerstört und Steine davon in einem neuen Gebäude der Theologischen Fakultät Dinkelsbühls verbaut. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass wir hier eine jüdische Gotik sehen. Finde ich immer wieder spannend. Ich habe ja gerade viele Bildquellen angeschaut. Ist, wie gesagt, spannendes Thema nächste Woche. Wie haben sich Juden selbst dargestellt? Aber hier finde ich es so witzig, diese Synagoge in allerbester Gotik. Toll, oder? Eine leider sinnfällige Tatsache in diesem Kapitel der Wiener Universitätsgeschichte. Die Überreste der während dieses Pogroms zerstörten alten Synagoge unter dem Judenplatz dienen bis heute als Mahnmal dieses dunklen Kapitels der Wiener Stadtgeschichte. Es gibt aber keinerlei Belege in Österreich in dieser Form, dass es wirklich eine Kooperation gegeben hätte oder dass die Juden den Hussiten Waffen geliefert hätten oder ähnliches, was ihnen vorgeworfen wird. Das war eine Verschwörungstheorie. Sie wird eben nur sozusagen in den Raum gestellt, als quasi antijüdisches Argument. Und die ist noch harmlos, denn 75 Jahre vorher, ganz grob, hatten wir die Brunnenvergifter,
These. Also da wird behauptet, die Pest ist ausgebrochen wegen Brunnenvergifter. Und das wird richtig wild. Also in Straßburg werden Juden gefangen genommen und gefoltert und die gestehen dann auch diese absurde Theorie, dass sie mit irgendwelchen Giften die Brunnen vergiftet hätten. Ist ja technisch gar nicht möglich in der Zeit. Und das wird an andere Städte geschrieben, also die befreundeten Städte kriegen da Nachricht, wir haben da Juden gefangen genommen, die suchen dann selber, finden natürlich auch Leute, die sie so lange quälen können, bis sie das gestehen. Und dann hast du, zack, die Wahrheit, dass die Juden die Brunnen vergiften. Ja. Und da ist tatsächlich die Kooperation mit den Hussiten noch vergleichsweise harmlos, aber letztlich genau dasselbe Ding. Wir haben einen Grund, warum wir gegen die Juden vorgehen können. Und jetzt, das Bild, im Ernst, das ist das, was ich ungefähr um 1990 getragen habe. Ein Hemd mit einem Gürtel drüber. Und wenn man wohlhabend, also wenn ich mir merke, der Umhang, so ein Umhang hatte ich in anderer Farbe auch, aber das ist das, was absurd. Das kann ich doch nicht in die Dokumentation aufnehmen. Dass das nicht mittelalterlich aussieht, das sieht doch jeder. Wer war für die Ausstattung verantwortlich? Bitte, such dir einen anderen Beruf. Mach etwas, was du kannst. Und mach nie wieder eine Ausstattung für eine historische Produktion. Nie wieder. Das ist vermutlich auch der Zeitpunkt, zu dem auch Paul Leubmann als Kind zum christlichen Glauben übertreten muss. Zwangstaufen dieser Art sind eigentlich gegen die päpstlichen... Ja, guckt's euch an. Also das ist eine Gitterbrunne. Sowas habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Das ist eine fixe Idee des 19. Jahrhunderts. Also übrigens, frühmittelalterlich, so ein beschlagenes Lederding, dann hat er ein Barett, und zwar ein ganz modernes Barett, und dazu eine helle Bade, die mit dem Alter nichts zu tun hat. Aber, und warum der da rumsteht in der Nähe von einem Kloster, weiß auch kein Mensch. Aber so machen wir eine mittelalterliche Szene. Schöner Punkt, der gerade angesprochen wurde, der Vatikan, also Vatikan, halt. Die Kirche als Ganze, so das Dogma der Kirche ist ja, wie gesagt, Rom, Avignon, ganz schwierig, aber die sagen schon, keine Zwangstaufen. Das ist nicht das, was wir wollen, weil Zwangstaufe ist ja letztlich nichts wert. Also die sagen offiziell keine Zwangstaufen. Regeln. Doch Albrechts Politikberater Dinkelsbühl findet dafür eine theologische Rechtfertigung und stellt dem Herrscher einen Persilschein für sein Vorgehen aus. Das haben andere auch ganz ohne Persilschein gemacht. Also die Zwangstaufe war immer ein Ding, auch schon beim ersten Kreuzzug, als die jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz angegriffen werden, ist immer wieder das Thema Zwangstaufe. Immer. Es ist aber dann ein quasi Wechsel an der Wiener Theologie, ein Übergang immer mehr zur Überzeugung. Man kann zum Glauben nicht gelangen, indem man zuerst versucht zu verstehen, sondern umgekehrt. Es muss zuerst die Glaubensüberzeugung kommen und dann wird man den christlichen Glauben verstehen. Naja, das ist ja mit der Kindstaufe so ein grundsätzliches Ding, nicht? Und damit quasi beginnt eine Entwicklung, die Zwangstaufe zu rechtfertigen. Dieser Mönch ist oh, schlimm. Wir brauchen einen Mönch. Haben wir irgendwas? Irgendeine Kutte? Passt. Leubmanns Weg nach der Taufe führt ins Stift Melk. Ausgerechnet in ein Stift, das Nikolaus von Dinkelsbühl durch seine Reform zu einem Zentrum des monastischen Humanismus ausgebaut hat. Die jüdische Gemeinde Wiens geht im Lauf ihrer Geschichte noch durch einige ähnliche und noch brutalere Verfolgungen. Dennoch gibt es heute wieder ein lebendiges jüdisches Kultur- und Religionsleben, wenn es auch im Spannungsfeld der Weltpolitik stets fragil und schutzbedürftig bleibt. Hallo. Hallo. Ich hätte gern ein Baguette, bitte. Noch etwas? Alles, danke schön. Mariella genießt in einem jüdischen Einkaufsmarkt im zweiten Wiener Bezirk das Aroma und die typische Atmosphäre. Heute auf dem Speise... Das ist auch ein bisschen schräg, oder? Vom mittelalterlichen Judenverfolgung zu modernen... Okay, da macht man ein ganz großes Fass auf, aber bitte... Der Plan Shakshuka, eine typisch israelische Köstlichkeit. Und was hat das mit mittelalterlichem europäischem Judentum zu tun? Und noch Tomatensauce. Das hier ist der perfekte Ort, um alle Zutaten für jüdische Gerichte, wie zum Beispiel ein Shakshuka, einzukaufen. Wir sind hier in einem super... Moderne israelische Gerichte. Ihr geht gerade ganz weit weg vom mittelalterlichen Judentum. Und entschuldigen, macht ihr gerade das nach... Also
erweckt ihr gerade den Eindruck, das sei ja etwas Fremdes? Kommt ihr gerade mit fremden Einflüssen? Also wir reden bei den Juden, die im 15. Jahrhundert verfolgt wurden, von Leuten, die seit Jahrhunderten in Europa gelebt haben. Seit Jahrhunderten. Die sind keine Fremden, die haben keine fremde Kultur. Wie gesagt, auch das wird ein Thema sein. Wie haben die selbst dargestellt? Und die Juden, die da verfolgt werden, sind kein Fremdkörper. Und ihr kommt jetzt mit orientalischen Dingen? Das ist ein Albtraum. Ich muss mich kneifen. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Also jetzt wäre der Zeitpunkt, das Gegenteil zu betonen. Und jetzt kommt ihr... Und Shakshuka ist natürlich heute etwas, was wir mit Israel verbinden. Aber es ist in erster Linie ein orientalisches Gericht. Eieieiei. Ist euch da echt nichts anderes eingefallen? Supermarkt im zweiten Wiener Gemeindebezirk, dem pulsierenden Zentrum jüdischen Lebens in Wien. Hier gibt es eine Fülle an Orten, wo man jüdische Traditionen erleben kann. Ja, aber keine wienerisch-jüdischen Traditionen. Weil, Entschuldigung, das sind ja Rückkehrer. Das sind ja... Also es gibt wieder eine jüdische Gemeinde, aber das ist zu großen Teilen eben nicht die jüdische Gemeinde aus Wien. Und wir reden nicht davon, die Tradition der Wiener Juden. Wir reden da ganz oft, wird ein Thema sein, wie entsteht das überhaupt, wie entsteht das osteuropäische Judentum und so. Das sind ganz neue Traditionen. Also Vorsicht mit Traditionslinien. Was ihr da habt, ist zum, also wunderschön, dass es eine jüdische Gemeinde gibt und dass es jüdische Traditionen gibt, aber verwechselt das bitte nicht mit dem, was zerstört wurde. Das ist etwas vollkommen anderes. Ob Supermarkt, Café, Restaurant oder Synagogen. Genau hier kann man in die jüdische Kultur und auch in die Küche eintauchen. Jüdische Kultur. Also ich habe ja mal Kulturwissenschaften studiert. Jüdische Kultur. Ganz schwierig. Reden wir lieber vom Plural. Jüdische Kulturen. Ja, also okay, ich sag sonst immer kein Plural nehmen. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich mich selbst in die Ecke argumentiert. Aber jüdische Kultur. Kultur ist generell etwas Übergreifendes, es gibt Kultur insgesamt, aber es gibt nicht die jüdische Kultur, die gibt es nicht. Und genau das möchte ich heute tun. Auch hier im ersten Wiener Gemeindebezirk finden sich Spuren der jüdischen Geschichte Wiens. Sei es das Mahnmal hier am Judenplatz oder das jüdische Museum. Die jüdische Geschichte ist stark mit der Stadt verwurzelt, geprägt von Blütezeiten, Tragödien und schließlich Wiederaufbau. Bis sich jüdisches Leben in Wien wieder etablieren konnte, dauerte es Jahrhunderte. Zählte die Gemeinde anfangs nur 6.200 Mitglieder, wuchs sie bis zum 19. Jahrhundert in ihrer Blütezeit auf 147.000 Mitglieder in Wien an. Und also die jüdische Gemeinde in Wien, bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Und was aber immer ein Ziel auch dieser jüdischen Gemeinde im 19. Jahrhundert war, war vor allen Dingen Integration, Assimilation. Das ist jetzt auch so ein bisschen, ja, also gerade mit dieser Betonung auf den jüdischen Supermarkt, das ist wieder so diese Fremdkörper eben. Und die jüdische Gemeinde in Wien war das Gegenteil. Die waren in allen Schichten, auch in bürgerlichen Schichten und waren Teil der Wiener Kultur. Und jetzt, ja, also so als völlig ahnungsloser Zuschauer hätte ich jetzt den Eindruck, ja, das ist sowas. Die Juden da haben ihre eigene Kultur, die quasi so als in der Stadt so ihr eigenes Ding machen. Und das ist halt vollkommener Quatsch. Schlimm. Der Holocaust bedeutet das menschenverachtende Ende dieser Blütezeit. Der systematische Massenmord durch die Nationalsozialisten kostet 65.000 österreichische Jüdinnen und Juden das Leben. Die Gezerah, die Judenverfolgung von 1421, ist der große dunkle Fleck in der Biografie des Nikolaus von Dinkelsbühl. Er ist ein namhafter Humanist und Theologe. Sein Einfluss reicht weit. Als Beichtvater und Ratgeber von Herzog Albrecht verkörpert er das enge Geflecht zwischen der Kirche und dem Habsburger Herrscherhaus. Ein Band, das nicht nur die politische Landschaft prägt, sondern auch nachhaltig den Charakter der Universität Wien. Ja, aber das ist doch keine Besonderheit eigentlich. Also schauen wir uns mal an, wie geht auch Nikolaus von Kues? Antisemit oder Antijudaist, Luther, ja, also Luther. Schaut an, was der zu Juden geschrieben hat. Das ist normal. Also das ist bei ganz vielen der
christlichen Denker dieser Zeit. Das ist tief verwurzelt. Ja, und auch natürlich irgendwo in den Religionen auch fest verankert. Wie gesagt, das Christentum hat schon so grundsätzlich den, das Ziel, nee, die sollen alle Christen werden, weil wir sind ja, ist ja so ein Punkt an so einer monotheistischen Gesellschaft, wir sind im Besitz der Wahrheit. Sagen die Juden ja auch letztlich. Die Muslime sagen das, die Christen sagen das und alle sagen ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem falschen Weg. Da ist nicht so richtig viel Platz für liberale religiöse Ansichten. In der Person des Paul Leubmann holt Dinkelsbühl seine Vergangenheit 4 Jahre später wieder ein. Jetzt teilen sie sich denselben Hörsaal. Wird es zu einer Konfrontation kommen? Ja, aber sie teilen sich den Hörsaal. Ich habe es noch nicht verstanden, weil bis jetzt ist ja der Stand, der eine ist Student, der andere ist Dozent. Habe ich irgendwas verpasst? Zu einer Vergeltung gar? Das Hauptgebäude der Universität Wien wird das Collegium Ducale, nahe dem heutigen Stubentor. Rundherum etabliert sich universitäres Leben. Schöne Bildquelle. Ihr könnt's doch. Nett. Sowas will ich sehen. Für die Studenten gilt es auch, Unterkünfte zu finden, ohne in den Immobilienmarkt eingreifen zu müssen. Mal gucken, ob sie erklären, was eine Bursa ist. Wenn nicht, erkläre ich's noch. Auch Paul Leubmann ist in einer dieser eigens für Studenten geschaffenen Unterkünften, den sogenannten Bursen, untergebracht. Die Abgrenzung zum Rest der Bevölkerung ist strikt. Lass uns doch mal schnell irgendwie einen Hörsaal improvisieren. Ich bin überrascht, die Stühle sind gut. Die müssen irgendwelche Statisten, die irgendwelche Darsteller, die als Statisten eingesetzt wurden, müssen diese Stühle mitgebracht haben. Die sind richtig gut, die passen in die Zeit. Toll. Der ganze Rest halt, nö. Und dieses Podestchen, ach Leute. Ihr habt doch vorhin so eine schöne Bildquelle gezeigt. Die Studenten erwartet im Studium eine breit gefächerte Bildung. Zwar gibt es auch formale Abschlüsse wie Bakalar, Magisterium, Lizenziat und Doktorat, aber im Gegensatz zu heute spielt das bloße Erreichen dieser Abschlüsse kaum eine Rolle. Was? Warum? Oh, jetzt wird's ganz wild. Jetzt sind wir richtig üble Klamotten. Das Studium, so wie wir das heute gerne sehen an den Universitäten, möglichst keine Dropouts, heißt, alle studieren fertig. Ja. Guckt's euch an, die haben dem eine Kniebundhose angezogen. Der trägt, das sehe ich jetzt erst, der trägt eine Kniebundhose im 15. Jahrhundert. Alter Falter. Und ich meine, das Hemd von dem daneben, das ist ein modernes Hemd. Die haben dem einfach ein modernes Hemd angezogen. Das ist ein Anzughemd, ein ganz normales Anzughemd. Passt schon. Siehst mittelalterlich aus. Hemd, Hose, siehst mittelalterlich. So sehen mittelalterliche Studenten aus. Das gibt es so nicht. Man studiert also nicht zielgerichtet auf einen Abschluss hin. Der würde einem auch gar nicht viel helfen, weil es eben anders als heute nicht einen formalen Abschluss braucht, um irgendeine berufliche Position zu erreichen. Ich bin grundsätzlich ja skeptisch, aber wenn er das sagt, dann bin ich hellhörig. Wahrscheinlich lerne ich jetzt was. Man studiert also gewissermaßen einen Zeitraum, ja, und versucht sich möglichst viel Allgemeinwissen, möglichst viel schriftliche Kompetenzen anzueignen, die man später einmal im, das ist jetzt anachronistisch gesprochen, eben Berufsleben braucht. Ja, ich verstehe, was er meint, weil tatsächlich, es ist ja auch Teil des Studiums, nicht nur im Hörsaal zu sitzen, sondern sich vor allen Dingen auch seine Sachen zu kopieren, also seine Bücher zu kopieren. Wir reden von einer Zeit vor dem Buchdruck. Also man muss das Ganze kopieren und so kommt man zu seiner Schriftkompetenz, indem man sich das Zeug abschreibt und mitnimmt. Ja, deutlich. Aber die Prüfungen für diese Abschlüsse sind auch relativ knackig. Also ich weiß nicht, ob die so unwichtig sind. Die Bedeutung der Universitätsgründung spiegelt sich auch in der Gründungsurkunde. Das monumentale Dokument zeugt von der Zeitenwende, als die Wiener Universität erstmals internationale Gelehrte und ein europäisches Bildungspublikum nach Wien bringt.
Im Vergleich zu anderen Stiftbriefen ist das eine monumentale Urkunde mit von über einem Meter Breite. Damit wird ganz klar deutlich gemacht, Rudolf setzt hier sehr starke Herrscheransprüche. Ein Dokument mit einer starken politischen Dimension. Recht, Gerichte, Equitas servetur judicii, die Gleichheit vor dem Recht soll gewahrt werden. Und so könnte man jeden Begriff aus der deutschen Urkunde mit der lateinischen gegenlesen und man würde sagen, das ist ein ganz eminent politisches Bildungs-, Forschungs- und Zukunftsprogramm. Und ich glaube, das würden auch heute Politiker über Universitätsneugründungen ebenso sagen. Bildung und Kirche sind im 14. Jahrhundert de facto noch eine Einheit. Wichtiger Satz, denn es ist ja ganz oft so, ja, die Kirche hat die Bildung verhindert und die Kirche hat Wissen unterdrückt. Nein, es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Wissenschaftler sind Kleriker. Punktum. Gut, mit ein paar Ausnahmen, wie gesagt, auch ein paar weibliche Wissenschaftler und so, aber im ganz großen, in der ganz großen Mehrheit ist das nicht zu trennen. Das Studium und der Bildungskanon dieser Zeit sind stark christlich durchsetzt. Studenten leben in einer quasi mönchischen Gemeinschaft. Frauen. Ja, nicht ganz so strikt, aber ja, es ist nicht ganz falsch, weil die ganze Sache kommt ja aus den Kloster- und Domschulen und da hast du tatsächlich so etwas. Also das europäische Bildungssystem stammt im Großen und Ganzen aus den Klosterschulen und damit ist natürlich die Saat gelegt. Und diese Bursen, wie gesagt, ich hoffe, dass Sie sie noch näher erklären, die sind schon nicht ganz unähnlich, aber natürlich deutlich freier als ein Eintritt in ein Kloster. Nun ist der Zutritt zur Universität verboten. Aber den Studenten ist nicht das Verlassen der Universität verboten, denn wir haben es ja mit Vierteln zu tun. Wir haben ja keinen Campus wie heute, sondern die müssen ja in die Welt hinaus. Nicht zufällig entsteht der gotische Ausbau des Wiener Stephansdoms parallel zur Universitätsgründung. Ich verstehe nicht. Nicht zufällig, sondern ist ja nicht so, dass nicht ein paar von diesen Kirchen gotisch ausgebaut wurden, ganz ohne Universität. Also, da bin ich jetzt gespannt, ob noch was kommt. Nicht zufällig. Das ist ein komischer, also ganz komischer Satz. Ortsfremde, wie auch Paul Leubmann, der aus Melk zugereist ist, besitzen bei ihrer Ankunft in der Stadt nur den Status als Gäste. Diese Kleidung. Das Gebiet des mittelalterlichen Universitätsviertels spielt für die Uni Wien heute nur noch eine nachrangige Rolle. Die Wiener Schriftrolle in die Hand gepackt? Das wäre aber eher selten, aber gut. Die Uni ist längst vom Stubentor ans Schottentor übersiedelt in einen Prachtbau an der Ringstraße. Doch auch schon damals kann ein Hochschulstudium ein Ticket für den sozialen Aufstieg, auch aus unteren Schichten, sein. Nein, es kann nicht sein. Es ist das Ticket für den sozialen Aufstieg. Also wenn man es aus unteren Schichten schafft, ein Stipendium für eine Universität zu bekommen und studiert, dann ist das Ticket nach oben. Und zwar zum Teil ganz nach oben. Also da kann man durchaus auch in der Kirche ganz nach oben kommen. Und wir haben Beispiele, wo es Päpste gibt, die Kinder von Bauern waren. Also das ist, ich glaube, es war früher nicht von Universitäten, aber grundsätzlich ja, es ist das Ticket nach oben. Ganz ohne Frage. Nicht kann. Mm-mm. Hier, wo das Stadtleben pulsiert, nahe der U-Bahn-Station Schottentor, befindet sich das Hauptgebäude der Universität Wien. An Vielfalt und Angebot hat die Uni heute wenig mit der Uni von damals im 14. Jahrhundert zu ihrer Gründerzeit zu tun. Heute ist hier einiges los. Die Universität Wien ist heute eine der größten Unis in ganz Europa. Aus ein paar hundert Studierenden wurden 85.000 und aus vier Studienrichtungen sind es knapp 200 geworden. Wäre ja nett, die vier Studienrichtungen mal zu nennen, oder? Also du hast ganz oft so erstmal die sieben freien Künste und ich rate mal, beide Rechte, also kirchliches und weltliches Recht, Medizin, was haben wir denn noch? Theologie als eigenes und das vierte?
Ich müsste mal nachgucken, was so die üblichen Dinge sind, aber es wäre jetzt mal nett gewesen, hier mal die Information zu geben, was wurde denn an der Uni in Wien im 15. Jahrhundert überhaupt gelehrt, oder? Und für mich beim Schneiden noch eine geistige Notiz, ich muss nachher noch was einfügen, denn ist euch was aufgefallen? Nur für euch? Der gotische Ausbau des Stephansdoms, oder? Der gotische. In der Renaissance. Weil sie haben ja das Ganze hier in die Renaissance gepackt. Das muss man doch merken. Tun sie nicht. Schneide ich später noch rein. Gehört unbedingt dazu. Heute kommen Zehntausende weibliche und männliche Studierende hierher an die Uni Wien, um ihre Abschlüsse zu machen. Dass Frauen hier studieren dürfen, ist für uns heute selbstverständlich. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das in Österreich aber nicht möglich. Ende des 19. Jahrhunderts ist auch dieser Raum hier, das Audimax, entstanden. Ja, es hat sich vieles geändert an der Uni. Dieser Raum ist im... Was? Möglich. Ende des 19. Jahrhunderts ist auch dieser Raum hier, das Audimax, entstanden. Was sehe ich? Also ich meine, vielleicht kann mir ein Wiener das erklären, aber ich sehe da nichts, was aufs 19. Jahrhundert hinweist. Also vielleicht bin ich da baulich nicht informiert, aber hui. Ja, es hat sich vieles geändert an der Uni Wien und zum Glück auch deren Bräuche. Einer dieser Bräuche an europäischen Universitäten ist damals die Deposition. Ein Aufnahmeritual, dem sich auch Paul Leubmann unterziehen muss. Der Begriff kommt vom lateinischen deponere, ablegen. Gemeint ist das Ablegen der Hörner oder anderer animalischer Körperteile, die den neuen Studenten davor angelegt worden sind. Diese ritualisierte Menschwerdung soll den angehenden Studenten zuerst rituell unterwerfen, um ihn dann mit diesem symbolischen Akt in die Gemeinde der Studierenden aufzunehmen. Naja, so schräge Aufnahmerituale sind ja auch bis in die Neuzeit nicht so selten. Kleidung. Und jetzt spielt mal halb betrunkene Studenten. Lalalalalala. Wer hat da Regie geführt? Also, im Ernst? Sie setzte Grüne neben sich und fragte, wer er wäre. Diese als noch unzivilisiert und ungebildeten Personen wurden mit Utensilien wie überdimensionale Hörner, Zähne, Haare ausgestattet, die sie als quasi wildes Tier ausweisen sollten. Und in diesem Ritual der Deposition wurden ihnen diese Merkmale der Nicht-Zivilisation entfernt, um eben auf diese Weise anzuzeigen, jetzt bist du ein zivilisierter Mensch und kannst einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Warum haben wir da gerade Narren gesehen? Ich bin da überhaupt nicht drin, ich kenne die Quellen nicht, ich weiß, dass diese Quelle, die ich da gerade sehe, nicht 15. Jahrhundert ist, das kann ich sagen, aber ich sehe da Narren. Unverständlich. Und also, die haben jetzt aus dieser Deposition, ich kenne den Brauch nicht, ich gebe es ehrlich zu, da habe ich eine eindeutige Bildungslücke, machen die jetzt so ein Trinkgelage-Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass es solche herabwürdigen Rituale gab, weil die gibt es ganz oft, häufig. Aber ich wüsste ganz gerne mal die Quellen, das Ganze so darzustellen. Weiß ich nicht. Ausweisen sollten. Und in diesem Ritual der Deposition wurden ihnen diese Merkmale der Nicht-Zivilisation entfernt, um eben auf diese Weise anzuzeigen, jetzt bist du ein zivilisierter Mensch und kannst einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Im Jahr 2012 haben... Toller gotischer Raum, den hättet ihr für den Hörsaal nehmen können. Das wäre es gewesen. Gleich nochmal, geh kurz zurück. Der wäre für den Hörsaal richtig nett gewesen. Da wäre er näher dran gewesen.
Abschnitt beginnen. Im Jahr 2012 haben Restaurierungsarbeiten im Stephansdom Graffitis freigelegt, die während einer feuchtfröhlichen Deposition im 15. Jahrhundert entstanden sein müssen. Ich melde Zweifel an. Dieser Narr in der Darstellungsform ist eigentlich eher 16. Jahrhundert, vielleicht ganz spätes 15. Jahrhundert. Also wenn wir von den 50er, 90er Jahren reden, dann sage ich vielleicht noch ja. Ansonsten ist diese Darstellung vom Narren eher unwahrscheinlich. Die Motive lassen auf eine ausgelassene und ganz und gar nicht sittliche Nacht- und Nebelaktion der beteiligten Studenten schließen. Würde ich gerne wissen, wie er darauf kommt, dass es bei einer Deposition stattgefunden hat. Weil das kann ja jederzeit gekritzelt worden sein. Ja, aber ansonsten kennen wir natürlich solche Graffiti in großer Menge. Also klar, logisch. Junge Leute kritzeln, ist so. Ja, genau. Nach der Deposition wird gefeiert. Das Studium kann losgehen. Oh, bitte. Tretet her, tretet her, tretet her. Also das Studenten waren auch durchaus berüchtigt. Also es gibt sogar Unruhen zwischen Lehrlingen und Gesellen und Studenten, weil der Punkt ist, macht euch eins klar, die Darstellung von Studenten ist gerade völliger Quatsch. Ein guter Teil von denen stammt aus besserem Hause. Und wir haben bei den Regeln halt ganz oft, dass sie Waffen getragen haben. Also Waffen tragen war ein Punkt. In den Bursen war es dann teilweise verboten, denn... Hier habe ich einen Nachdruck einer Bursenordnung aus Freiburg im späten 15. Jahrhundert. Also wir haben da auch wirklich schöne, so sahen Studenten übrigens wirklich aus. So müsst ihr euch Studenten vorstellen. Das hättet ihr machen sollen, ja. Also wir haben da wirklich viele, viele Regeln. Und da geht es dann zum Teil auch um die Waffen. Es geht auch um Bücher, wie gehe ich mit Büchern um. Ja, also wir haben da wunderschöne Quellen und auch schriftlich ganz viel darüber, wie... Studenten aus. Und hier zum Beispiel habe ich es gerade aufgeschlagen. Waffen. Was dürfen Studenten an Waffen tragen? Wir fangen bei ganz, ganz speziell, fängt ja so langsam sowas wie ein Barett als Studentenkopfbedeckung an. Das ist so ein der ersten Beispiele, die ich kenne. Aber 1425 ist halt nicht 1497. Aber ich meine, wie gesagt, junge Leute, Waffen, Alkohol, was soll schief gehen? Also das ist tatsächlich, man kann sagen, es gibt da durchaus einiges an Quellen, für solche. Paris war da auch relativ berüchtigt, zum Beispiel da gibt es richtig viele Dinge. Wichtiger Punkt ist halt, dass die Studenten erstmal rechtlich nicht angelangt werden durften, weil sie unterstehen dem der Universität. Die hat eigenes Recht. Das ist teilweise im angelsächsischen Raum bis heute so, dass zum Beispiel es gibt in den USA manchmal eine spezielle Campuspolizei. Das ist genau aus dieser Tradition entstanden. Aber so die städtischen Behörden konnten nicht einfach um Studenten einen Karren fahren. Die müssen erstmal sich an die Uni wenden. Empfehlungen außerhalb der Universität schützt die Studenten ihr rechtlicher Status. Als Universitätsmitglieder unterstehen sie ausschließlich der Rechtsprechung des Rektors. Den städtischen Behörden sind die Hände gebunden. Wobei es ist naiv anzunehmen, dass es da nicht kurze Dienstwege gab. Also auch so ein Rektor kann halt nicht alles durchgehen lassen, sonst gibt es irgendwann Stress. Und ich glaube, je nachdem, was der Student sich zu Schulden kommen hat lassen, dann war das eine relativ kurze Sache von der Stadt zum Rektor und dann gab es durchaus auf die Finger. Also. Für die anderen Teilnehmer war es sicherlich eine Möglichkeit zum legitimen Aggressionsabbau. Universität Wien. Wir haben eine unfassbar großartige Geschichte des Humanismus der Universitäten. Was wir bis jetzt gesehen haben, war ein Raum, in dem sich ein Student und ein Dozent komisch angeschaut haben. Und die Trinkszenen. Das sind die Spielszenen, die euch einfallen, wenn es um Universität geht. Es ist unglaublich. Das ist das, was die Leute gezeigt bekommen. Die Spielszenen, die wir bis jetzt hatten, waren entweder peinliche Stille oder saufende Studenten. So kann man natürlich die großartige Kultur unserer Vorfahren perfekt vermitteln. Nochmal ORF. Ist es das, was ihr euren Zuschauern als österreichische Geschichte nahebringen wollt? Ist so eine Sendung wie die, die ihr gerade macht, nicht eigentlich dafür da, um zu zeigen, hey, das ist übrigens unsere Geschichte. Gar nicht uncool, oder? Und ihr reduziert das so? Okay, eure Sache, nicht meine. Man muss
daran denken, dass gerade in der Universität der Tagesablauf, das ganze Verhalten der Studenten stark reglementiert war. Das war also eine der wenigen Möglichkeiten, auf erlaubte Weise Aggressionen auszuleben. Hey. Und wie gesagt, ein reglementierter Tagesablauf und ab und an mal ein Ausbrechen und ein über die Stränge schlagen. Gehe ich mit. Zeigen tut ihr in euren Spielszenen nur das eine, nur die Ausnahme, nicht die Regel. Klar, logisch. So verankert man Bilder. Paul. Und dann hauen wir noch so ein paar Verbrüderungsrituale rein, die wir fürs Mittelalter in der Form überhaupt nicht haben. Ja, okay. Ist da ein Fass mit der Decke drauf? Ich habe keine Fragen mehr. Boah. Die Zeitlupe. Also, das ist gerade wie, es gibt so eine ganz bekannte Szene aus, wie heißt der? Muss kurz was gucken. Kommen wieder Aussetzer. Danke. Ja. Es gibt so eine ganz berühmte Szene aus Goodfellas. Die erinnere mich jetzt gerade. Aber will ich beim Schauen so einer Szene irgendwie an eine merkwürdige Saufszene aus Goodfellas erinnert werden? Ich glaube nicht. Also ehrlich, die Szene ist mir gerade körperlich unangenehm. Warum hat der eine Kerze in der Hand? Ich sehe durchs Fenster, dass es Tag ist. Eben war der Raum noch heller. Warum hat er jetzt eine Kerze in der Hand? Lass mich nicht. Steht's jetzt auf? Geht's? Schlechte! Mittelalter ist, wenn die Leute unfreundlich zueinander sind. Die Leute werden ihm jede Menge Geld ins Haus getragen haben, aber er, ja, ist klar. Jetzt immer nichts zum Saufen. Die Universität ist damals in 4 Fakultäten organisiert. Theologen, Juristen, Mediziner und Artisten, also Philosophen. Artisten, okay, kenne ich erstmal aus. Artistenfakultät, klar, es ist oft der Einstieg, aber beim Juristen, wie gesagt, wichtig zu der Zeit, unterscheidet man noch in weltliches und kirchliches Recht. Deswegen sagt man oft oder Student oder Doktor oder was auch immer, beider Rechte. Die Aufgaben der Fakultät besteht in Unterricht, Abhaltung von Prüfungen und allgemeiner Administration. Das universitäre Leben damals ist mit dem heutigen nicht zu vergleichen. Statt in großräumigen Hörsälen, wie wir sie heute mit Universitäten assoziieren, finden Vorlesungen damals oft in privaten Räumen der Professoren statt. Wobei es gibt auch schon Hörsäle. Es gibt durchaus Hörsäle, die auch nicht so furchtbar winzig sind. Also wo wirklich ein paar Dutzend Studenten teilweise reinpassen, es kommt jeweils drauf an. Aber es gibt natürlich auch, ist auch tatsächlich noch lange so, heute haben wir das selten, aber dass Professoren in kleinen Räumen, das ist halt so Seminar, da kommt es halt her. Ein Professor, wenig Studenten, Seminar zum Beispiel, und das wird halt durchaus in den Privaträumen gemacht, weil es halt praktisch. Wobei hier diese Bibliothek, das ist nicht sein privater Raum. Im Jahr 1425 hat kein Professor so eine Büchersammlung. Da können wir 50 Jahre später drüber reden, dann haben wir sowas. Aber dann haben wir auch einen Buchdruck. Entsprechend eng ist die Begegnungszone zwischen Professoren und Studenten. Und anders als heute sind Bücher eine Seltenheit, weil Papier und Schrift damals so teuer sind. Bücher sind eine Seltenheit, aber weil Papier und Schrift so teuer sind. Also ein großer Teil dieser Bücher ist gar nicht auf Papier, sondern auf Pergament. Und weder das Papier noch die Schrift ist so wahnsinnig teuer, sondern die Zeit ist zu kopieren. Das ist, also, ein komischer Satz. Zeit lange vor der Erfindung des Buchdrucks muss jedes... Lange, 25 Jahre. ...das Buch mühevoll von Hand geschrieben werden. Jein, es gibt schon so die allerersten Versuche von Blockdruck, aber das spielt letztlich keine Rolle. Also, ja, Bücher müssen mühsam von Hand geschrieben werden. Aber wie gesagt, lange vor Erfindung des Buchdrucks. 25 Jahre. Wie wurde das Wissen der Antike? Also, bei den Kostümen ist es euch völlig egal, das sind 200 Jahre nichts, aber beim Buchdruck werdet ihr auf einmal pingelig. Sehr viel lustiger.
Prinzip des Philosophischen. Viele Studenten können sich damals kein Buch leisten und sind auf das Vorlesen von Professoren aus gelehrten Schriften angewiesen. Kaum ein Student kann sich ein Buch damals leisten, weil man kann Bücher auch nicht so ohne weiteres kaufen. Also es gibt einen Buchhandel, aber das ist schon schwierig. Aber wie gesagt, die Aufgabe des Studenten ist ganz oft, ja, dann abschreiben. Die Texte, die ich brauche, schreibe ich ab. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also die Bücher der Professoren sind natürlich wichtig und wertvoll und alles, aber dann schreibe ich die eben ab. Und da haben wir eben Beispiele. Hartmann Schädel hat unfassbar viele Bücher selbst abgeschrieben, damit sie die, damit er sie hat. Und es gab natürlich Bücher, die die Studenten erreichen konnten. Zum Beispiel in den Bursen gab es zum Teil eigene Bibliotheken. Müsste ich gerade haben, weil hier in dieser Regel ist dann auch eine Regel, wie mit diesen Büchern umgegangen wird. Und gib mir einen Moment. Kann sich um Stunden handeln. Da habt ihr dann in der Bursel die Bibliothek, die unter Verschluss gehalten wird. Die Bücher sind teilweise auch angekettet, aber es sind halt Präsenzbibliotheken. Als Student kann ich dann zu diesem Buch gehen, kann es aufschlagen. Wie gesagt, es ist zum Teil angekettet und kann mir die Texte, die ich brauche, abschreiben. So funktioniert das Studentenleben. Aber Bücher wurden nicht gekauft, sie wurden gemacht. Auch von Studenten. Auch mitzuschreiben ist keine Selbstverständlichkeit. Schreibfedern und Wachstafeln sind ebenso ein kostbares Gut. Was? Was ist denn jetzt an der Wachstafel auf einmal ein kostbares Gut? Und vor allem, man kauft die sich einmal. Und ist das so großartig? Mitschreiben war nicht üblich. Übrigens tatsächlich. Seht das Bild dazu. Was ist falsch bei euch? Macht ihr die Zusammenstellung zufällig? Macht ihr den Schnitt mit so einer Art Zufallsgenerator? Ihr zeigt ganz oft das Gegenteil. Bücher sind kostbar und teuer. Da ist eine Bücherwand, die ist so groß wie meine. Gut, ich habe ein paar mehr als die. Die Leute schreiben nicht mit. Leute. Nein, ist tatsächlich so. Mitschreiben war gar nicht so sehr üblich. Das Schreiben hat man dann eben später gemacht. Man ist dann dahin gegangen und hat geschrieben, aber hier hat man eigentlich nicht geschrieben, das ist zumindest selten. Es waren einfach zwei unterschiedliche Dinge. Man hat nicht die Vorlesung mitgeschrieben, sondern die Vorlesung bestand ja auch ganz oft aus Texten. Also am liebsten natürlich klassische Texte, antike Texte. Und die wurden dann gelesen und die konnte man später abschreiben. Man muss gar nicht beim Professor direkt mitschreiben. Also so den heutigen didaktischen Aufbau, den gibt es so im Prinzip noch gar nicht. Aber ihr widersprecht mit diesen Spielszenen wirklich ständig dem, was ihr sagt. Aber kleiner Tipp an euch, das, was die Zuschauer gerade sehen, ist viel, viel mächtiger als das, was ihr ihnen erzählt. Das ist egal. Das, was sie sehen, das ist das, was prägt. Ist leider so. Tut mir selber leid. Ich würde auch gerne haben, dass die Leute das, was ich erzähle, viel stärker verinnerlichen als das, was ich ihnen zeige. Ist aber nicht so. Studieren heißt damals auch, einfach aufmerksam zuzuhören und sich die Inhalte zu merken. Da ist nur die Wachstafel. Ich meine, was kann man auf so einer Wachstafel mitschreiben? Ich schreibe auch auf so einer Wachstafel keine Vorlesung mit. Wollt ihr uns veralbern? Aber eben sagt ihr noch, sie sind nicht... Und jetzt... Anselm von Canterbury. Neue Idee. Unterschied zu heute, wo man sehr viele Inhalte sagt, ach, das brauche ich nicht lernen, das kann ich ja googeln und... Die Leute damals haben über ein großes Ausmaß an Texten und Interpretationsmöglichkeiten für diese Texte in ihrem Gedächtnis verfügt. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Was trägt denn der? Also ungelogen, es wird immer wilder, oder? Und entschuldigen, ich sehe bei dieser Hose deutlich den Gürtel, die Gürtelschlaufe. Deutlich. Was hat er denn für eine Tasche? Also die Klamotten werden von Zähne zu Zähne schlechter. Was war das jetzt für eine Spielszene? Ich möchte bei ganz vielen dieser Spielszenen gerne wissen, was stand im Text.
Mann geht, anderer dreht sich um und schaut ihm verwundert nach. Warum? Immer schon. Eine gemeinschaftliche Zufall. Disziplin wird großgeschrieben. Den ersten Studienabschnitt beendet Paul Leubmann nach 2 Jahren im Jahr 1427. Dann holt er erstmal ein Stück Packpapier und die Feder raus. Vermutlich verdankt er seiner jüdischen Vorgeschichte ein höheres Vorbildungsniveau. Was? Nicht etwa dem Aufenthalt im Kloster? Ich meine, wir haben da gesehen, wie alt war der? 8, als er da, also dieser Spielzehn nach ins Kloster gebracht wurde. Also ja, also so Lese- oder Schreibfähigkeiten waren unter Juden tatsächlich verbreiteter und das Bildungsniveau war auch nicht ganz schlecht, hat diverse Gründe, aber diese Aussage in der Form, uiuiui. Lesen und Schreiben gehört in diesem Milieu schon früh dazu. Er ist halt auch ein urbanes Milieu und allein das macht einen Unterschied. Das quasi, also ein ganz großer Teil der Juden zu der Zeit, nicht alle, aber ein ganz großer Teil, lebt in Städten und das macht schon einen Unterschied. Im Laufe des Erwachsenwerdens wirst du noch mehr gefestigt. Es gibt schon Lehrer für die Kinder. Also, der ist ja auch nur ein Detail, aber wir hören ja so ganz leise im Hintergrund die Vorlesung dieses Professors. Was ein auf Deutsch gehaltener Vortrag ist. Ich hätte ihn irgendwas Lateinisches lesen lassen. Ist ja egal, hört eh keiner. Ich verstehe es zumindest nicht. Aber eigentlich müsste der da einen Text vortragen und vor allen Dingen auf Latein. Kinder, die größeren Buben werden dann von Rabbinern unterrichtet und als Äquivalent zur Universität sind die sogenannten Yeshiven, das heißt Talmud-Akademien. Das heißt, die Studenten leben mit ihrem Lehrer mehr oder weniger zusammen, auch im Privaten zusammen und lernen von ihm. Also das ist nicht das Äquivalent zur Universität. Eine Universität ist ja ein bisschen was anderes, nämlich eine Universalschule, aber es ist halt eine Schule. So funktionieren Schulen zu der Zeit, egal ob christlich oder jüdische. Und da gibt es ja auch es gibt ja zum Beispiel vor der Universität schon Rechtsschulen und sowas. Und das ist genauso, man lebt bei seinem Lehrer, auch im Haus, ist wie quasi ein Lehrling, sehr, sehr ähnlich. Und da sind diese Talmud-Schulen völlig üblich in der Zeit. Und ja, es gibt halt, natürlich gibt es auch eine eigene Ausbildung für jüdische Geistliche. Und Rabbiner ist ja eigentlich nochmal was anderes als ein Geistlicher. Aber ja, wir haben bei Juden durchaus ein eigenes Bildungssystem, das auch prozentual deutlich mehr Teile der Gesamtbevölkerung erfasst. Ist tatsächlich so. Aber es ist jetzt nicht so, diese Talmud-Schulen würde ich nicht mit einer Universität vergleichen, sondern einfach mit einer mittelalterlichen Schule. Ganz enge persönliche Verbindung, die dann auch zu Netzwerken führt, die auch nach der Ausbildung dann später oft weitergepflegt werden. Deine verfügbare Schrift. Das alles, das der Rektor der Universität besitzt über seine Studenten die volle Jurisdiktion. Darunter fällt auch die Verhängung von Todesurteilen, wofür allerdings in Wien kein Fall belegt ist. Ja, also es ist halt das übliche Mittel. Also wir reden von einer Zeit, in der Freiheit etwas Unbekanntes ist und irgendwer steht immer über einem. Und natürlich hat dieser Rektor die Halsgerichtsbarkeit völlig folgerichtig letztlich. Dass er sie eben selten nie anwendet, ist genauso klar. Aber irgendeiner ist immer da, der über dich so ein Recht hat. Und es ist in der Kirche, gut, in der Kirche wärst du das ausgestoßen, aber ist jetzt nicht verwunderlich. Der Rat einer Stadt hat auch dieses Recht über seine Bürger. Geld und auch Kerkerstrafen sind jedoch in den Registern öfters vermerkt. Ich meine, ist ja schon eine Besonderheit, Kerkerstrafe, so der klassische Kater, weil der war ja wichtig genug, man will ihn ja bestrafen und dann wiederhaben, ist ja im Mittelalter keine Selbstverständlichkeit, so eine Kerkerstrafe. Aber hier ergibt es natürlich völlig Sinn. Beliebtes Werk, das viel von dem Wissen der griechischen Antike. Die Figur des Nikolaus von Dinkelsbühl bleibt Janusgesichtig. Als Geistlicher liefert er Vorschub für die Verfolgung andersgläubiger und der Juden.
Gleichzeitig hat er sich mit seiner von Melk ausgehenden Glaubensreform für die Stärkung des Christentums eingesetzt. Der ich frage, ob es was Gutes ist, je nach Standpunkt. Habsburger Albrecht unterstützt diesen geistlichen Erneuerungsprozess, der auch zu Klosterneugründungen wie etwa in Dürnstein führt. Die Melker-Reform bringt außerdem österreichische Benediktiner, die nach Italien gegangen sind, wieder zurück in ihre Heimat. Aus ihrem südlichen Gastland nehmen sie die Gedankenwelt des Humanismus nach Österreich mit. Nein, was für ein Quatsch. Ja, die waren in Italien und jetzt kommen sie zurück und bringen Humanismus mit. Ihr habt doch die ganze Zeit erzählt, dass Wien mit der Universität schon ein Zentrum des Humanismus hat. Warum müssen die aus Italien zurückkommen? Natürlich bringen die Einflüsse mit, aber doch nicht den Humanismus. Das ist wieder dieses, ja, die italienische Renaissance strahlt und der Rest, die Sonne geht in Italien auf und ganz Europa wird erhellt. Was für ein schlimmer Unfug. Diese Personen kehren, um das Programm der Melke-Reform in ihrer Heimat oder eben in Österreich durchzusetzen, aus einem frühen geistlichen Zentrum des Humanismus zurück. Man darf also nicht unterschätzen, dass der Humanismus von allem Anfang an auch eine starke monastische, eine religiöse Komponente hat, wenn man das so sagen möchte. Und dieser Transfer von humanistischen Ideen aus Italien erfolgt im größeren Kontext der Melke-Reform. Aber habt ihr was gemerkt? Er sagt nicht das Gleiche. Es klingt vielleicht erstmal so, aber er sagt, es gibt einen Austausch. Ja, natürlich gibt es den. Und der Sprecher vorher, ja, die bringen den Humanismus mit. Das ist was völlig anderes. Also wir haben hier das vielleicht auch erstaunliche Ergebnis vor uns, dass der frühe Humanismus in Österreich ein massives monastisches, ein klösterliches Standbein gehabt hat. Der Sog, der hier entsteht, führt zahlreiche weitere internationale Gelehrte nach Österreich. Ende des 15. Jahrhunderts verankert die Universität den Humanismus schließlich sogar als ihr Leitprinzip. Paul Leubmann hat inzwischen sein Studium hinter sich gebracht. Nach diesen 4 Jahren darf er sich Magister nennen. Die Schatten der Vergangenheit hat er hinter sich gelassen. Das ist eure Geschichte um den Typen? Also am Anfang haben sie ja, es wurde ja so aufgebaut, als würde er irgendwie tief zwischen ihnen und dem Nikolaus von Dinkelsbühl kommen. Das ist eure Geschichte? Er schließt sein 4-jähriges Studium ab und hat die Schatten der Vergangenheit hinter sich gelassen? Der war vermutlich Augenzeuge eines krassen Pogroms. Ich glaube nicht, dass der das hinter sich gelassen hat. Und mehr habt ihr nicht? Das war alles? Das war die Story? Das ist ja noch enttäuschender als damals der Spatenstich bei der Pestleiche. Das ist ja die hohlste Geschichte, also im Sinne von leer und unbefriedigend, die ich jemals in der Doku hatte. Ui. Abwärts. Die sind sehr aufregend. Leubmann hält dort nach seinem Studienabschluss selbst Vorlesungen und promoviert 1452 zum Doktor. Von da aus setzt er seine universitäre Karriere fort und wird danach zum Dekan und in Folge sogar 4-mal zum Rektor der Wiener Universität gekürt. Außerdem überträgt man ihm die Funktionen eines Superintendenten und des Domdekans. Höher hin. Was ich gesagt habe, es ist der Fahrschein. Also hier haben wir einen konvertierten Juden, zwangskonvertiert, der ins Stift eingestiegen ist, dann wahrscheinlich mit einem Stipendium an die Universität gebracht wurde und wirklich ganz nach oben kommt. Ja, das wäre jetzt am Ende kommt er mit der Story, die mich interessiert hätte. Mhm. Toll. Hinaus führt damals kaum eine kirchliche Laufbahn. Leubmanns Lebensweg ist eine der markantesten Biografien der Alma Mater Rudolfina. Mit der Begründung der Alma Mater Rudolfina ist der Grundstein gelegt für Wien als kosmopolitische Universitätsstadt, die in der Renaissance zur prägenden humanistischen Bildungsstätte wird. Aber jetzt seid ihr in der Renaissance, nicht mehr in der Gotik. Ich bin nur verwirrt, weil ihr das gerne hin und her werft. Ihr neues Hauptgebäude an der Ringstraße heute jeder kennt. Bisher hat diese Institution bereits ein Dutzend Nobelpreisträger und Trägerinnen hervorgebracht. Und natürlich zahllose Absolventinnen und Absolventen und Forschende, die zum Bildungsniveau und zum Forschungsstandort Österreich
Gewichtiges beitragen. Okay. Ich zwei Dinge. Ich hätte gerne zwei Begriffe gerne irgendwie erklärt bekommen. Ihr sagt nirgendwo, was der Humanismus eigentlich ist. Fehlt mir jetzt auch ein bisschen Zeit. Wäre auch eure Aufgabe gewesen. Aber was ist denn das? Was ist so Besonderes am Humanismus? Weil für mich ist halt auch wieder so Renaissance, Humanismus irgendwie so ein bisschen. Und was ist denn jetzt die Melker-Klosterreform? Also Humanismus kann ich erklären. Habe ich Ahnung. Melker-Klosterreform kann ich jetzt ad hoc nicht erklären. Es wäre mal ganz cool gewesen zu sagen, was ist da überhaupt der Punkt? Worum geht's denn in dieser Melker-Klosterreform? Hätten die ein paar Spielszenen weggekürzt? Hättet so die Frau im Supermarkt sein lassen? Mit sehr kritischen Aussagen? Und hättet mal so 5 Minuten über die Melker-Klosterreform gesprochen? Hätte mich echt interessiert. Also. Und dann, ja, also immer wieder diese wirklich schrägen Szenen mit den komischen Blicken. Und am Ende, ja, ist alles gut. Er hat 4 Jahre studiert. Super. Alles gut. Dann guckt sein Professor nochmal irgendwie gütig. Das war's? Okay. Und schon dieser Nikolaus von Dinkelsbühl ist halt keine Besonderheit. Der ist ein Humanist, der ist ein Denker seiner Zeit. Aber halt wie die Zeit grundsätzlich, wie viel in der Zeit, halt anti-judaistisch eingestellt und überhaupt nicht tolerant. Toleranz ist ja gar keine Frage. Also überhaupt nicht zu der Zeit. Da darf man um Himmels Willen, also man darf auch den Humanismus nicht mit der Aufklärung verwechseln oder sowas. Das sind auch überhaupt keine liberalen Gedanken. Null. Wir sind da immer noch im Mittelalter und die Renaissance ändert daran mal gar nichts. Im Gegenteil. Überhaupt nichts ändert die. Eher im Gegenteil. Und deswegen ist der nicht eine Besonderheit. Der ist nicht irgendwie herausstehend. Und auch wenn ihr es 85 Mal betont habt, passt perfekt in die Zeit. Und also euer Student Paul, ich weiß nicht, Dingsmann. Also ich kann mir nicht mal den Namen merken. So beliebig war das, ich habe mir nicht mal diesen Namen merken können. Groß aufgebaut. Fehlzündung, also wirklich so verpufft. Mich hätte interessiert so sein Aufstieg danach. Das wäre tatsächlich für mich interessant gewesen. Aber vor allen Dingen hätte ich ganz gerne gewusst, was ist in diese Melker-Klosterreform. Und die meisten Zuschauer wäre ganz gut gewesen, mal zu sagen, das ist der Humanismus überhaupt. Aber also, die ersten beiden Folgen, großer Unfug, wie gesagt, Folge 3 habe ich ausgelassen, aus Gründen, weil ich den hier ganz gerne machen wollte, bevor ich nächste Woche einen Film zum Judentum mache. Erste Folge, Österreich war ein Urwald, dann kamen die Klöster und auf einmal wurde gebaut. Zweite Folge, eine der schlechtesten Darstellungen einer Schlacht, die ich jemals gesehen habe. Ganz komisch. Jetzt, die Judenverfolgung, die ganz, ganz oft, also, ja, das hier haben sie tatsächlich, also ich habe etwas über die Judenverfolgung im frühen 15. Jahrhundert in Österreich gelernt, ansonsten nichts und mit Abstand, mit großem Abstand. Ich verleihe euch einen Preis für die schlecht ausgestatteten Spielszenen jemals. Unsagbar. Also es ist völlig wild, was die angezogen bekommen haben. Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich gesehen habe, dass das 15. Jahrhundert sein soll. Als die Zahl 1425 reinkam, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich hab gedacht, okay, wir sind jetzt im 16. Jahrhundert, schlecht dargestelltes 16. Jahrhundert. Und dann war es frühes 15. Jahrhundert. Und wie gesagt, also ihr habt sogar selbst Bildquellen gezeigt, die völlig anders aussehen. Also, wie gesagt, wer immer für die Ausstattung verantwortlich ist, großer Preis für die aller schlechteste Darstellung jemals. Also, egal, ob es Albrecht V. war, egal, ob es die Studenten war, alles schlimm. Und ja, was wissen wir über Studenten? Sie saufen. Sie sitzen im Hörsaal oder sie saufen. Oder sie gehen irgendwo rum und werden komisch beäugt. Also, zum Glück ist da nicht mehr so wahnsinnig viel Mittelalter. Also eine Folge, die dritte gucke ich nochmal. Ich fürchte übrigens, dass sie so Punkte wie Friedrich III. Und Maximilian I. kommen in dieser Doku-Serie nicht vor. Kommen nicht vor. Ich glaube, die nächste Folge ist Kleine Eiszeit und da bin ich auch wieder gespannt drauf. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es wird jede dieser Folgen ist auf eine andere. Okay, ich hatte gerade ganz komisch. Ich hatte gerade hier Aussetzer bei mir.
Das ist schräg. Also nicht übers Netz, nur intern. Jede dieser Folgen ist anders schlecht als die vorherige. Ihr habt nicht mal einen roten Faden in der schlechten Qualität. Es ist an jeder Folge irgendetwas anderes, ganz, ganz, ganz schräg. Naja, ich hoffe, ich glaube, meine Zuschauer hatten Spaß. Ich habe mal wieder gelitten. Ich weiß, ihr hattet Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Und wie gesagt, die Spielszene. Ich werde Albträume davon haben. Schlimme, schlimme, schlimme Albträume. Und ich verstehe es auch echt nicht. Wir machen eine große Serie, groß angelegt, über die Geschichte unseres Landes. Und dann macht er sowas daraus. Also, mal ehrlich, das ist doch kontraproduktiv. Also, ich bin ja nicht der Mensch, der sagt, ja, man muss auf Geschichte stolz sein, aber manchmal kann man doch wenigstens ein paar positive Dinge in der eigenen Vergangenheit rausgreifen. Und das wäre eure Gelegenheit gewesen. Ihr habt sie leider verpasst. Naja, ich muss mich davon jetzt erholen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenigstens einer. Wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch, denn dann kommt ein Film über das Judentum, der hoffentlich ein bisschen differenzierter damit umgeht als das, was wir gerade gesehen haben. Und bis dahin macht's gut und bleibt gesund. So, Aufnahmen beenden. Ich widme mich wieder euch. Na, wo ist denn YouTube? Da ist YouTube. Ja, ich sehe euch beide wieder. Ich sehe wieder den Chat. Ich habe den Chat so halb im Haaraugen mitgehabt. Ich habe den jetzt auf dem Teleprompter gesehen. Das heißt, wenn ich euch angeguckt habe, habe ich euch, habe ich auch die Kommentare manchmal gesehen. Da war wildes Zeug los. Berichtet mir, was war los? Kannst du noch mal live? Ich verstehe nicht. Doch, Gotik haben sie einmal kurz erwähnt. Beim gotischen Ausbau des Doms. Da haben sie kurz Gotik erwähnt, obwohl wir mitten in der Renaissance sind. Merkwürdige Gestalten waren hier unterwegs. Oha, ich hoffe, meine Moderatoren sind sofort dazwischen gegangen und haben es heldenhaft in den Kampf gestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir haben mittlerweile 9 Moderatoren. Genau aus so Gründen, damit immer Leute da sind. Es gibt 9 Leute mit Moderatorenstatus. Bin ich dankbar. Viele Moderatoren, ich bin euch sehr, sehr dankbar. Hontes ist so der Obermoderator, der das Ganze koordiniert, aber es sind immer Leute da. Ich weiß dann, ja, aber jetzt habe ich so die Serie, Chris Peer sagt, dass diese Serie politisch geframed ist. Jetzt muss mir jemand sagen, wie ich diese Folge politisch einordnen soll, dass irgendeine Seite etwas davon hat. Von 1479, wirklich. Und so eine Narrendarstellung, 1479. Das ist krass. Das ist krass. Aber ist dieses Audimax von 2006 wirklich in einem 19. Jahrhundertbau? So sah es mir gar nicht aus. Nee, Rienchen, ich hab auf Twitch, ich habe auch keinen Faden in dieser Geschichte gefunden. Also so einen durchgehenden Strang. Keine Ahnung. Also ich habe ja durch Bau die Burg, habe ich jetzt so ein bisschen Einblick gerade, wie sowas gemacht wird. Also ist natürlich auch basal, aber ich kriege so ein bisschen mit. Ich arbeite als Berater so ein bisschen am Drehbuch mit, kriege dann auch die Drehbücher, weiß, wie das umgesetzt wird. Also ich will jetzt damit keine Erfahrung heucheln, um Himmels Willen. Ich bin da ganz, 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 ganz unten. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wie sowas zustande kommt. Wie muss ich mir so ein Drehbuch dann vorstellen? Ganz, ganz schräg. Audimax von 1934, das glaube ich eher. Das glaube ich eher, dass es von 1934 ist. Die Doku war ganz furchtbar und ungelogen. Die aller schlechtesten Spielszenen. Ja, ich sage ja, 1934 kommt hin. Klassischer Brutalismus. Glaube ich sofort. Natürlich dann nochmal renoviert, glaube ich. 19. Jahrhundert habe ich da nirgendwo gesehen. Still a better love story than Twilight. Ob das
eine Love Story ist, ich weiß nicht. Stimmt, doch, Bursa haben sie ganz kurz erklärt. Doch, haben sie, tatsächlich. Haben sie. Ich gucke aber nochmal nach, notfalls schiebe ich es nochmal ein. Natürlich ist Labkostüme Level 1990. Okay, es muss sein. Ich bin hart zu mir selbst. Ihr seht jetzt ein Bild von ungefähr 1990 von mir in Labklamotten. Ihr wolltet es so. Ihr habt danach gebeten, darum gebeten. Also die Bildqualität, liebe Kinder, so sahen damals Bilder aus. Wundert euch über nichts. Tja, hehe. Wer davon bin ich? Das sind Labklamotten oder zumindest ähnliche um 1990. Ja. Der in der Mitte. Arsch. So. Das bin ich. Ja. Und ey, ich guckt euch an, ich habe einen Wappenrock mit einem aufgenähten Wappen. Ich war richtig gut ausgestattet. Die Schuhe sind Camel Boots. Das war das Beste, was ich kriegen konnte. Ja, also das ist meine damalige Klamotte. Warte mal, ein Jahr später... Das bin ich ein Jahr später. Ich habe eine Hose dazu bekommen. Yay, eine Hose. Ja, also so sahen wir damals aus. Also guckt euch hier die... Schaut mal hier. Da. Seht ihr das? Seht ihr das? Ungelogen, die gingen mir hinten bis zur Mitte des Rückens. Die waren richtig lang. Aber ihr seht den Umhang. Das ist genau der Mist, den wir gerade gesehen haben. Der Unterschied ist, das ist halt nicht professionell. Das ist halt wirklich amateurhaft im Wortsinn. Das ist keine Perücke. Das waren meine Haare. Natürlich hatte ich mal Haare. Ja. Und solche Dokus sind schuld daran, dass ich keine Haare mehr habe. Ist ein Fakt. André hatte Haare, bis ein Tag im Mittelalter erschien. Ist so. Rasierte Beine, ich war jung. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Bild mal angucke und sage, hey, das ist besser als eine Spielszene in der Toren-Doku. Hätte ich nicht gedacht. Es war wirklich, wirklich hundsmiserabel schlecht. Beste Love Story hier und heute, du und ich und die Gotik. Ist richtig. Ist eine sehr glühende Liebesbeziehung. Möbelpolitur. Macht da doch keine Möbelpolitur drauf. Das Doof ist, wenn man erstmal so kurze Haare hat, dann nerven diese Haare völlig, weil die wachsen viel zu stark. Ich muss ständig nachrasieren. Warum mache ich eigentlich keine Werbung für Kopfrasierer? Wäre eigentlich cool. Wäre mal eine richtig gute, das wäre mal eine richtig glaubwürdige Werbung. Weil ich liebe meinen Kopfrasierer. Sehr. Ich verstehe nicht. Was seht ihr gerade auf YouTube? Schreibt mir auf YouTube bitte mal, was ihr gerade seht. Jetzt im Moment. Weil ich sehe gerade hier noch Teile der Doku. Warum das? Achso, ich bin da irgendwo mittendrin. Ich muss ganz nach hinten. Jetzt verstehe ich. Okay, ich habe hier irgendwie komische... Ich habe hier gerade im Fenster einen Anfang der Doku gesehen. Warum auch immer. Okay, ihr seht mich so. Ja, jetzt bin ich wieder richtig. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt habe ich wieder diese... Etwa 7 Sekunden Versatz nach Twitch. Aber eben war ich, dachte ich, ich sehe ja noch die Doku, das kann ja auch unmöglich sein, weil die antworten mir ja, die müssen was anderes sehen. Ja, jetzt bin ich wieder geistig bei euch. Gut, ich bin geistig nie bei euch. Ich bin geistig irgendwo. Immer. Aber eine Glatze. Was? Alter Falter. Schlimm, oder? So, nächste Woche wird es nicht ganz so viel von mir geben. Diese Woche, also wir waren Sonntag,
kam was von mir. Samstag hatten wir, glaube ich, die Reaktion bei Klim auf Twitch, also auf Bodyburg, die dann gesperrt wurde und furchtbar, also klickt noch mal drauf, Bodyburg kann Klicks vertragen, sowohl mein Video als auch Bodyburg selber kann alles Klicks vertragen, vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Also Samstag oder Sonntag kam die Reaktion, Montag war ich im Stream von Bodyburg, der übrigens sehr empfehlenswert ist, Bodyburg auf Twitch macht noch mehr Spaß als auf YouTube. Dienstag habe ich gestreamt, Mittwoch kam mein Film, gestern war ich bei Ulysses, heute habe ich wieder gestreamt, morgen kommt nichts, Sonntag kommt ein Video und dann nächste Woche kommt tatsächlich nur erstmal Mittwoch das Video und ich hoffe, Donnerstag oder Freitag streame ich. Also es wird mal weniger Schlagzeit, tatsächlich nicht mehr ganz so viel. Machst du eigentlich noch Lab? Ja. Begeistert. Ja, die Aufnahme habe ich. Ich habe dich mal auf die Aufnahme gedrückt. Ist immer ganz gut. Ich kann das auch notfalls sonst aus Twitch, kann ich es relativ hochwertig runterladen, aber dann sind die Tonspuren vermischt und dann habe ich Arbeit. Werst meine Hühne wieder Burgführung auf YouTube machst, genau das plane ich. Wahrscheinlich zweite Jahreshälfte, aber ich finde so tatsächlich so mit Leuten wie Klim und so, da ist die Chemie ganz nett und ich habe mir überlegt, ob ich mir so Leute schnappe. Crocodile Andy aus München, Klim aus Köln und mit denen auf eine Burg fahre. Eine nette Burg hin und da ein Video mache. Heute erst. In Brügge, das St. Jans Hospital ist wieder eröffnet. Gute Nachricht und gibt auch ein tolles Buch über Hans Memling im St. Jans Hospital mit seinen Bildern. Werde ich auch noch vorstellen, habe ich gerade mit dem Verlag gesprochen. Aber ich werde in den Sommerferien irgendwie Zeit finden, nach Brügge zu fahren, wenn ich da irgendwie Kontakt zum St. Jans Hospital kriege und dann mache ich ein Video über St. Jans Hospital und die Kunstwerke da. Video in Brügge, wie großartig. Also das ist so auf meinem Plan. Burgführungen sind auf meinem Plan. Der Anfang dafür wird natürlich hier in Münzenberg. Es wird vor Juli, bevor ich hier wegziehe, nochmal eine öffentliche Führung geben. Die sage ich euch Bescheid. Kostet auch nichts, kostet nur den Eintritt auf die Burg, der ist relativ billig. Den werde ich aber filmen lassen. Da werde ich mir auch jemanden holen, der das kann und dann machen wir ein Video draus und das lade ich als 100.000 Abo-Special hoch. Wobei, wenn es ist gerade wild, also ich hatte noch nie, seit langer Zeit nicht mehr so wenig Abos wie momentan. Ich habe ja gehofft, so Juni schaffe ich die 100.000 Abos auf YouTube. Wenn es so weitergeht, wird es eher so September. Schade, also muss ich mir jetzt vielleicht mit dem 100.000 Abo-Special nochmal überlegen. Ich weiß übrigens aus den Statistiken, dass die Hälfte von euch, die gerade auf YouTube zuguckt, kein Abo hat. Die Hälfte. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt. Abo. Sonst wird es nie mit den 100.000 Zuschauern. Nie. Ja. Anton Miegel schreibt, ich habe mich mal sehr gefreut, dich in der Doku Weltenspieler zu sehen. Weltenspieler ist eine sehr gute dreiteilige Doku über Lab, wirklich empfehlenswert. Wie war es, so beim Lab gefilmt zu werden? Ganz schwierig, ich mag das überhaupt nicht. Ich finde, Lab ist etwas Intimes, Privates. Also, verstehe mich nicht falsch, aber ich bin ja als historischer Darsteller, stelle ich mich vor Publikum und mache da ganz, ganz viel. Im Lab will ich kein Publikum, ist was ganz, ganz anderes und das war tatsächlich schwierig, da gefilmt zu werden. Eine Online-Stadtführung in Frankfurt ist vielleicht ein Thema, wenn ich näher da dran wohne. Marienburg in Danzig ist mir viel zu weit weg. Und die Ronneburg ist schwierig. Ronneburg ist so ganz, ganz... Ich war noch nie in Rumänien, also auch nicht auf Flatzburg. Also, wenn ihr eine Online-Führung auf Burg Münzenberg sehen wollt, abonnieren. Ein Subreddit habe ich nicht. Es gibt aber ein Geschichtsfenster-Subreddit. Subreddit, der hat mit mir nichts zu tun. Und Onlyfans, das erzähle ich euch ein andermal. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal von den Zuschauern auf YouTube, weil da kann ich nicht raiden, weil mit den Zuschauern auf Twitch raide ich ja dann nochmal. Deswegen von euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Nachmittag und wie gesagt, am Sonntag kommt das Ganze nochmal als Video. Deswegen, der Stream wird jetzt erstmal wie immer offline genommen. Aber wir müssen mal gucken, ich schalte die Streams nach und nach frei. Also wer alte Streams gucken möchte, wer da was hat, ich schalte jetzt auf Mitgliederstatus. Also nur Kanalmitglieder können das sehen. Aber so nach einer, spätestens zwei Wochen schalte ich die alle wieder online. Also guck mal in die Streams, da sind die ganzen alten auch noch zu finden. Und war schön, dass ihr da wart. Ich
Hat mich gefreut und wir finden bestimmt bald wieder was für eine andere Reaktion. Ich sage ja, Donnerstag oder Freitag nächster Woche mache ich bestimmt einen Stream. Macht's gut und bleibt gesund. Jo. Jetzt sind